Das hier ist die für YouTube gecuttete Version meiner Diskussion mit T-Tech. Wir haben über all seine Videos, die stark in der Kritik standen in letzter Zeit, in chronologischer Reihenfolge gesprochen, sowie über berechtigte und unberechtigte Kritik an seiner Person. Schaut euch das Interview gerne an und schreibt danach eure Meinung in die Kommentare. Und kleine Info, am Anfang ruckelt das Bild ein paar Mal, das ändert sich aber im Laufe des Videos. T-Tech, wie geht's? Ach, ja, in Ordnung würde ich sagen, und selbst? Ja, mir geht's auch gut. Ich freue mich, dass wir diese Diskussion jetzt heute machen können. Kam ja doch relativ spontan zustande. Ja. Du kannst dich ja einmal kurz vorstellen. Ja, gibt nicht viel zu sagen. Ne? YouTuber, T-Tech. Stehe aktuell relativ viel in der Kritik. Viel, auch weil wirklich viel Scheiße über mich gelabert wird. Ja, ein paar Sachen, einiges der Kritik ist nachvollziehbar. Ja, aber sonst nicht viel über mich zu sagen, ne? Also du hast ja mit YouTube angefangen, so vor einem Jahr habe ich dich, glaube ich, so das erste Mal wahrgenommen, oder weniger als ein Jahr, so ein paar, ja, so 9 Monate. Ich habe mein Content geschiftet. Ich hatte zuerst, habe ich so Spendenquizze gemacht. Das war so mein Format, was ich damals gemacht habe. Da habe ich damals mit meiner Ex-Freundin noch so ein Quiz einfach gemacht, und für jede richtige Antwort, die sie gegeben hat, habe ich einen bestimmten Betrag an irgendeine Organisation gespendet. Und ja, irgendwann habe ich dann, weil so viel los war zu dem Zeitpunkt auf YouTube und ich sehr gerne KuchenTV auch geguckt habe, konnte ich mein Maul nicht mehr halten. Dann habe ich auch angefangen mit Meinungsblogs. Ja, das ist mir tatsächlich, ja, also ich mache jetzt noch nicht aktiv, also noch nicht. Ich habe den ersten Meinungsblog letzte Woche rausgehauen, aber ja, geht mir so ähnlich, dass man tatsächlich zu einigen Sachen einfach irgendwann seine Meinung sagen will. Ja. Aber ich glaube, das erste Video, was ich von dir wahrgenommen hat, war hier das mit Johnny Depp. Das ist, glaube ich, ein Jahr ungefähr her. Das war, glaube ich, das erste. Und ich fand die Videos immer sehr stark. Also muss ich sagen, ich konnte mit vielem übereinstimmen. Ich glaube, die allgemeine Meinung zu dir war ja auch relativ positiv immer. Also die auf dich reagiert haben, haben meistens dir ziemlich zugestimmt. Und das erste Video, für das du ja dann stark kritisiert wurdest, war doch, glaube ich, das Video zu Dating. Ja, was heißt kritisiert? Ja, oder wo es zumindest kein ganz positives Feedback gab, ja, von ernstzunehmenden Leuten. Sein, ja. Also davor von Marcellus Wallace und so weiter, aber ich glaube, das können wir jetzt einfach mal rauslassen als Kritik, das ist Marcellus Wallace. Genau, und das war ja dein erstes Video, wofür es halt so schon berechtigte Kritik gab. Also meiner Meinung nach, es war kein schlimmes Video, aber es war auch nicht unbedingt smart, das so rauszubringen. Okay, inwiefern? Also erstmal hast du ja von Einsamkeit gesprochen, aber dabei nicht erwähnt, dass es, also du hast quasi die ganze Zeit bei Einsamkeit von der Einsamkeit ausgegangen, dass du jetzt keine Freundin findest oder so. Ja, weil das viele Leute halt auch so empfinden, ne? Ja, aber das ist ja nicht so der einzige Punkt, was Einsamkeit bedeutet. Natürlich nicht. Aber es ging ja auch nicht um allgemein Einsamkeit, es ging ja eben speziell auch um das Dating, ne, um das Thema. Und da ist es halt sehr oft so, und das sieht man auch, wenn man in die Kommentare guckt, bevor diese ganzen Reaction-YouTuber wie KuchenTV und sowas reagiert haben, haben sehr viele Leute geschrieben, dass sie das Video sehr gut fanden, dass sie voll relaten können und dass es denen auch so geht und dass sie es gut gefunden haben, dass ich das Thema angesprochen habe und sowas. Und erst als dann diese ganzen Reaction-YouTuber kamen, kamen dann auch diese negativen Kommentare. Ja, aber wenn, also, ich meine, die Reaction-YouTuber haben sich ja jetzt nicht verrichtet, also die hatten ja schon die Meinung. Und ich kann das auch ziemlich gut nachvollziehen. Und zwar war es ja so, du hast ja gerade gesagt, du hast nur von der Einsamkeit gesprochen im Sinne von, dass das jetzt mit Freundin finden und so. Aber die Studie, die du da eingeblendet hast, war ja nach allem, was ich bis jetzt gehört habe, halt eine Studie, wo es um allgemeine Einsamkeit ging. Also auch Freunde und Familie und so weiter. Genau, ja, das sind zwei separate Segmente in dem Video. Zuerst rede ich über die Studie, was der Aufhänger ist, warum ich überhaupt über Einsamkeit spreche. Ne, dass es allgemein so ist, eben die Einsamkeit immer mehr wird. Ne, dass, wie es halt in der Studie steht, dass gerade junge Männer die einsamsten in der Bevölkerung sind.
Und dann habe ich gesagt, gibt es dieses andere Segment, wo ich über meine Erfahrung spreche. Okay, also war der eine Teil quasi darauf bezogen, dass die Gesellschaft im Allgemeinen einsamer wird und der andere Teil war jetzt auf deine persönlichen Erfahrungen Genau. bezogen, dass es um Einsamkeit geht, was Frauen, also Freundinnen und so weiter angeht. Genau, ja. Also meine Erfahrung einfach damit, Genau. mit Einsamkeit, ja. Aber, also das war aber nicht ganz klar unterteilt, oder? In dem Video. Kommt darauf an, wie man es sieht. Also es war halt schon ein Video und du hattest, glaube ich, einen Kapitelabschnitt dazwischen, aber es hat ja schon so gewirkt, als würdest du alles quasi auf einen Punkt raus wollen mit allem. Ja, kann ich verstehen, dass es so gewirkt hat. Sollte aber nicht so wirken. Ist dann schlecht rübergebracht. Ja, und was halt auch komisch war, dass du beispielsweise einen Satz, den du gesagt hast, wenn, denk dran, wenn als Frau, wenn ihr ein Mann nicht mehr antwortet, das war halt der Satz, der sich bei mir sehr stark eingebrannt hat, dann denkt er sich vielleicht, er muss jetzt alleine sterben. Ja, stehst du da immer noch hinter? Ja, weil das tatsächlich die Lebensrealität von einigen einsamen Leuten ist. Ich habe ja auch in dem Moment nicht gesagt, dass ich das so denke, aber es ist die Lebensrealität von sehr vielen einsamen Männern, dass wenn sie abgewiesen werden von einer Frau, wo sie dachten, hey, es läuft eigentlich ganz gut, wir verstehen uns super, und dann ghostet sie ihn plötzlich. Dass dann, ich sage ja in dem Video auch ganz klar, dass dieser Gedanke für eine Sekunde, ne, das ist nicht, dass er sich wirklich jetzt für immer denkt, ah, jetzt muss ich einsam sterben, sondern dass für eine Sekunde dieser Gedanke kommt, ich werd einsam sterben müssen. Das ist die Lebensrealität von sehr vielen einsamen Männern. Glaubst du, woher weißt du das? Also ist das jetzt einfach mal eine Annahme oder haben dir das wirklich Leute geschrieben oder wie kommst du darauf, dass einige so denken? Ja, es ist Erfahrung. Also persönliche Erfahrung. Also Auch, ja. hattest du diese Situation schon mal? Also jetzt ohne, dass Nicht ich wie. jetzt, also du musst ja irgendeinen Anhaltspunkt haben dafür, dass du gesagt hast, dass Männer das so denken. Also das. Also entweder selbst erlebt haben oder es muss dir irgendjemand erzählt haben, dass er das so gedacht hat. Ja, das sind Erfahrungsberichte, ja. Okay. Das ist dann schon ein bisschen besser nachvollziehbar, aber trotzdem würdest du sagen, da hat wirklich die Frau dann Schuld dran, weil ich meine, wenn man, Nee, die ich wird habe ja, ja auch in dem Video gar nicht von Schuld gesprochen. naja, du hast, war doch Teil deiner Feminismusreihe, also irgendwie hast du doch trotzdem damit das in Richtung Feminismus zumindest geschoben. Nein, ich glaube, die Leute verstehen auch ein bisschen dieses Feminismus, also meine Feminismus-Videos ein bisschen falsch. Es geht bei den Feminismus-Videos nicht immer nur darum, den Feminismus zu kritisieren, sondern es geht auch darum, die Seite der Männer zu zeigen, das Leiden der Männer aufzudecken, weil eben es sehr gerade von diesen radikalen Feministen oft so ist, dass wenn man das Leiden von Männern anspricht, dass die dann sagen, ja, aber wir Frauen haben es doch viel schlimmer. Und deswegen finde ich es wichtig, Entschuldigung, Alles gut. finde ich, dass es wichtig ist, auch über das Leiden von Männern zu sprechen. Und deswegen gehört das für mich zu dieser Feminismusreihe dazu, weil diese radikalen Feministen, an die sich ja die Feminismusreihe am ehesten richtet, genau das ja nicht wollen, dass man über das Leiden von Männern spricht. Aber der Satz, also du, also jetzt, ich versuche nicht auf den Chat einzugehen, gerade weil es verwirrt einen die ganze Zeit, nur, sorry Chat. Der Satz an sich ist aber trotzdem mega weird. Also ich kann verstehen, was du so ein bisschen meinst, dass es bestimmt Leute gibt, die so denken, dass wenn eine Frau einem nicht mehr antwortet, dass man sich denkt, ich muss für den Rest meines Lebens einsam sein. Aber das wird weder häufig noch die Mehrheit sein. Ich glaube, das ist sicherlich. Darum geht es ja auch nicht. Es geht ja nicht immer nur um die Mehrheit oder dass ich versuche, die Mehrheit zu repräsentieren oder für die Mehrheit zu sprechen, sondern ich will ja gerade für diese Minderheiten sprechen, denen es besonders schlecht geht, denen keiner zuhört, denen keiner zuhören will. Ich finde es auch, natürlich ist es übertrieben, nur deswegen zu sagen, ja, ich muss einsam sterben. Natürlich ist es übertrieben, aber es gibt nun mal Leute, die das erleben müssen und die sich das denken und ja, die sich vielleicht auch wirklich was antun deswegen, ne? Und ja, für Okay. diese Leute habe ich gesprochen.
dir was antust, weil du mit einer Frau, weil, also da ist jetzt nicht der Feminismus irgendwie dran verantwortlich, wenn eine Frau dir nicht mehr antwortet und du deswegen was antust, dann ist halt, hast du ja ein Problem eher als der Nee, Feminismus, oder? natürlich. Aber deswegen sage ich ja, es ging nie darum, dem Feminismus die Schuld zu geben dabei oder Frauen die Schuld zu geben. Wie gesagt, für mich ist es wichtig, auf das Leiden von Männern hinzuweisen. Und weil radikale Feministen das eben unterdrücken möchten und sagen, ihr Männer seid ja total privilegiert und sowas, ihr redet hier nicht von Leiden, wir Frauen, wir sind die, die leiden, gehört das für mich in die Feministenreihe. Ja, Feminismusreihe, so. Aber du kannst auf jeden Fall, also du kannst verstehen, aber warum es weird aufgenommen wurde. Und Ja. andererseits natürlich auch vielleicht jetzt, wenn es so darum geht, dass das Video auch Frauen potenziell sehen, auch nicht unbedingt so einen positiven Effekt haben könnte. Ja, es kommt halt immer darauf an, wie man mein Video halt auffassen möchte, ne? Trinkst du gerade Natürlich trinke ich Gönnerschi? Gönnergy. Ich finde, was leider viel zu oft passiert, ist, dass Personen viel zu viel auf sich beziehen. Ne? Mir wurde in den Kommentaren oft oder auch in Reactions wurde mir oft vorgeworfen, ja, du redest ja nur über die Männerperspektive, aber was ist denn mit Frauen? Wir Frauen kriegen ja voll viele Nachrichten, dann sind da voll viele ekelhafte Typen dabei und das habe ich nie bestritten. Aber es ging halt in meinem Video nun mal nicht um die Frauensicht. In meinem Video ging es eben nun mal um die Sicht der Männer, die eben so dermaßen einsam sind, dass sie daran verzweifeln. Ich muss hier ein bisschen noch Werbung machen. Also ich verstehe immer noch, was du meinst. Aber um ein bisschen voranzukommen, du hast ja dann, also dann hat ja KuchenTV auf das Video an sich reagiert und in den Titel geschrieben, T-Tech heult rum oder heult rum, Heult ein bisschen irgendwie sowas, ja, ja. sowas. Verstehst du, dass man es als Heulen interpretieren konnte? Ja. Okay, das finde ich schon mal wichtig, weil an sich war es ja auch, ja, wenn man halt von so Leiden berichtet und so weiter, dann ist es ja irgendwo, ja, du kannst es zumindest heulen nennen, rein theoretisch. Ja. Aber später kamst du ja noch dann zu dem Schluss, dass du es doch nicht so cool findest. Ist es auch nicht. Also, es kommt ja immer auf diesen Kontext an. Ich hatte mich mit Just Nero lustigerweise ein bisschen, was heißt ein bisschen darüber unterhalten. Also, ich hatte das mal kurz erwähnt, weil er hatte auch in einem seiner Videos, ich weiß nicht, ob das das Neueste aktuell noch ist, aber hier in diesem, wen war das denn nochmal? Ich weiß es gerade nicht mehr. Da hatte der auch so einen Witz, wo er sich über meine Einsamkeit lustig gemacht hat. Aber das war witzig. Ich habe das Ja. Video geguckt. Und dann kam diese Stelle und ich musste lachen. Ja, weil Wie? es einfach fucking lustig. So wie hier im Jay Riddle Video, da hast du ja auch drüber selbst Genau, gelacht. Hier mit der ja. militanten Veganerin. Genau. Man kann sich ja darüber lustig machen, wenn es halt wirklich lustig ist. Aber wenn man einfach nur sagt, oh, der heult rum, das ist für mich halt, was will man jetzt damit erreichen? Ne? Also erstmal ist es natürlich. Man könnte es netter ausdrücken, das ist klar. Aber andererseits findest du es. Also ich meine, es ist ja offenbar eine subjektive Wahrnehmung. Also ich habe das Video jetzt auch nicht so als extrem gut wahrgenommen. Für mich persönlich hat es eher so gewirkt, als wärst du in dem Moment oder davor kurz persönlich getroffen gewesen. Das möchte ich dir nicht unterstellen, aber so ein bisschen hat es für mich gewirkt. Und du deswegen dich dann an das Video gesetzt hättest. Ich möchte sie nicht unterstellen. Ich Naja, alles gut. glaube das jetzt auch nicht mehr so. Aber so war mein erster Eindruck davon. Und so besonders viel Inhalt hat es für mich ansonsten auch nicht gehabt. Also ich konnte nicht viel daraus mitnehmen. Ja, es ist halt, wie ich eben gesagt habe, das Video hat sich eher an diese Bevölkerungsgruppe gerichtet, die halt wirklich davon in dem Ausmaß betroffen ist. Ne? Die halt wirklich unter Einsamkeit leiden. Aber wenn man halt nicht an Einsamkeit leidet, dann schaut man das Video und denkt sich, hä, was sind das denn für Opfer? Wer denkt denn so? Kann ich auch verstehen. Aber ich finde das halt unempathisch, wenn man halt, ja, sag ich mal, so negativ, so abwertend über solche Leute redet, nur weil es denen halt schlecht geht. Ich finde, das ist halt so dieses,
Man spricht ihnen das Leid ab. So, ja, hö. Ja, und dann bist du halt einsam? Hö, ja, heul doch nicht. So, finde ich schwierig. Also man kann sicherlich noch sensibler rangehen, aber fürs sensibel rangehen ist jetzt KuchenTV auch nicht unbedingt bekannt. Also das ist halt. Ja, aber das ist ja keine Ausrede dann dafür. Das ist ja keine gute Rechtfertigung. Ja, der Nein. ist halt unempathisch, leb halt Na, nein, also damit. ich meine dieses Rumheulen, also wir gehen vielleicht ein bisschen chronologisch durch. Ich persönlich kann nachvollziehen, wie er zu dem Schluss kam. Ob Kann ich auch das jetzt nachvollziehen. hätte sein müssen, weiß ich nicht. Das ist eben die Sache. Aber der Punkt später fand ich auch übertrieben, dein Video zu KuchenTV, aber dazu kommen wir noch. Ja, dazu kommen wir Auf noch, jeden okay. Fall hab ich dich danach auch weiter verfolgt und so weiter, nach dem Video von vor 7 Monaten, ne? Und ich fand das meiste danach auch ziemlich stark. Hier gerade das mit Vanessa Blank, was glaube ich. Und auch dieses Video hier mit der Ausgangssperre für Männer in Japan, was glaube ich, oder wo wurde diskutiert. Ich glaube, Japan, ja. Das fand ich eigentlich alle starke Videos. Aber dann kam so ein bisschen, ja, wahrscheinlich für die meisten dein Ende so. Und zwar dein Video zu Rammstein. Das war schon ein Griff ins Klo, oder? Je nachdem, wie man es betrachtet, ne? Also erstmal Titel und Thumbnail. Also kritisch steht jetzt auf dem Thumbnail, aber das Problem mit Rezo, Stay und den anderen Gutmenschen, ne? Weiß ich ja jetzt nicht, ob das sein müsste. Warum? Naja, also du hast da drin zwar aufgezeigt, was dich gestört hat an ihren Aussagen, aber es ging ja um, also in dem Video ging es darum, dass du gesagt hast, dass Opfer, jetzt im Fall Rammstein, eine gewisse Mitschuld tragen, richtig? Das habe ich im Video gesagt, ja. Genau. Und grundsätzlich ist es ja so, dass man sagen müsste, also Rammstein, da ging es ja darum, dass mit Frauen Sachen gemacht wurde, wo die anscheinend im Nachhinein nicht einverstanden waren mit oder auch zu dem Zeitpunkt. Und dass es da Vorwürfe gab zu. Und du hast dann ein Video gemacht, in dem du gesagt hast, dass es kritisch ist zu sagen, dass sie nichts erwarten sollen bei so einer Aftershow-Party. Sondern sie das Schlimmste erwarten sollen. Richtig? Das habe ich im Video gesagt, ja. Dein Punkt war es quasi zu sagen, dass man daran appelliert, dass die Leute auch mit vorsichtig sein sollen. Ich glaube, das war deine positive Intention dahinter, Genau, ja. die ich dir so unterstellen würde. Aber andere haben das anders aufgenommen und ich kann das sehr, sehr gut verstehen, weil, also zu dem Zeitpunkt war es eine sehr emotionale Debatte und ich habe mich da auch weitgehend rausgehalten, weil erstens, es haben sehr viele auch Anschuldigungen rausgehauen, die nicht gestimmt haben anscheinend und das Verfahren ist mittlerweile eingestellt. Dementsprechend, ich glaube, es hat sich nicht mal jemand gemeldet, als es dann wirklich um das Verfahren ging, aber da bin ich nicht tief Genau, genug ja. drin. Ja, genau. Irgendwie sowas war da, dass die Staatsanwaltschaft nach Opfern gesucht hatte und dann hatte sich aber niemand mehr gemeldet. Meine ich. Ich bin mir jetzt auch nicht mehr zu 100% sicher. Auf jeden Fall schienen da einige Sachen dabei zu sein, die auch nicht ganz hätten stimmen können von der Seite und so weiter. Aber in dem Video ging es ja nicht nur darum, dass du sagtest, Leute, seid vorsichtig bei sowas, sondern du hast beispielsweise auch gesagt, dass die Leute, also die Frauen in der Situation eine gewisse Teilschuld tragen. Genau, das habe ich gesagt, ja. Und du hast auch den Vergleich gebracht, dass man doch, wenn man mit der Rolex im Ghetto rumwedelt, eine Teilschuld hat, wenn man beklaut wird. Das hatte ich gesagt. Findest du es immer noch richtig, dass man in der Situation diesen Vergleich bringt? Gegenfrage, was ist falsch an dem Vergleich? Also, wo ist die Kritik an dem Vergleich? Die Kritik an dem Vergleich ist es schon mal, dass ich sagen würde, der ist auf jeden Fall übertrieben. Also im letzten Ghetto mit einer Rolex, die vielleicht 10, 20, 30.000 Euro kostet, rumzuwedeln, ist absichtliche Provokation. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Oder wenn du damit rumläufst, ist es zumindest sehr, sehr dumm.
Und ist nicht das gleiche Level von ja, Verantwortungslosigkeit, keine Ahnung, oder von wie soll man es ausdrücken, von also einfach nicht das gleiche Level, wie wenn man als Frau zu einer Aftershow-Party mitgeht. Ja klar, aber da gehe ich gerne nochmal, also da gehe ich gerne auf das, was Jasnero mal in einem seiner Videos gesagt hatte. Er hatte auch mal einen Vergleich gebracht und hatte dann direkt dazu gestatet, dass man das natürlich nicht vergleichen kann, weil man kann nie zwei Situationen miteinander vergleichen, weil zwei andere Situationen sind immer in gewissen Aspekten anders. Und wenn man halt anfängt, diese Kleinigkeiten auseinanderzunehmen. Ja, aber guck mal, hier ist doch ein bisschen was anders. Ja, natürlich ist es anders, weil es eine andere Situation ist. Aber es gibt ja trotzdem Sachen, die man daran vergleichen kann. Und der Vergleich hieran war eben zu sagen, du begibst dich in eine Situation, wo du weißt, da kann das und das viel eher passieren. Ne? Wenn ich jetzt sage, ich gehe mit einer Rolex in ein reichen Viertel, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du ausgeraubt wirst, viel geringer. Ja. Gehst du damit in ein Ghetto, ist es höher. Ja klar, und dass sowas passiert, ist vielleicht auf einer Aftershow-Party höher, als wenn du jetzt in ein Café gehst. Das braucht man nicht abstreiten, aber es geht halt darum, dass du in der extrem aufgeladenen und emotionalen Situation, ne, das Beste, was dir dazu eingefallen ist, so hat es zumindest gewirkt, das Erste, was dir dazu einfällt, ist erstmal ein Video zu machen, dass die Frauen ja mitschuld sind. Also ich habe mich ja rausgehalten aus der Situation, damals auch im Stream komplett. Aber wenn man doch in so einer angespannten Situation ein Video dazu macht, man kann sich raushalten und sagen, bevor was bewiesen ist, sage ich gar nichts dazu. Aber direkt auf die Idee zu kommen, ein Video zu machen, in dem du sagst, ja, Frauen haben eine Teilschuld immer, wirkt halt absolut unempathisch. Da will ich kurz einhaken. Ich habe niemals gesagt, Frauen haben immer eine Teilschuld. Nee, aber es ging ja um den Fall. Nee, auch nicht wirklich. Also ich habe eigentlich sehr wenig über Rammstein geredet, dafür, dass jeder und ich leider irgendwie auch, hat sich irgendwie so etabliert, dass wir über das Video als das Rammstein-Video sprechen. Weil eigentlich habe ich sehr wenig über Rammstein gesprochen und sehr viel über Eigenverantwortung. Erstens der Zeitpunkt und zweitens waren ja die Statements von Rezo und Stay halt zu dem Rammstein-Ding. Das war der Grund. Ja, klar. Rammstein war auch hier, wie vorher bei dem Thema über die Einsamkeit, war die Studie der Aufhänger und hier war eben Rammstein der Aufhänger. Ne? Also ich kann es ehrlich gesagt immer noch nicht nachvollziehen. Also du hast versucht, an die Vorsicht zu appellieren, aber gleichzeitig auch nochmal war es dir wichtig zu erwähnen, dass auch eine Teilschuld ausgeht, weil ich meine, das hättest du ja eigentlich wirklich nicht nochmal dazu sagen müssen. Ja, oder? Das stimmt. Ja. Also warum sagst du das überhaupt dazu? Gute Frage, ja. Also du hättest ja einfach sagen können, man sollte im Optimalfall, sollte man sowas nicht erwarten müssen, aber zu eurer eigenen Sicherheit einfach, so wie man, also so ein Beispiel wäre natürlich auch wieder gehatet worden, aber so wie man einfach generell Sicherheitsmaßnahmen ergreift, Tür abschließen, wie man vielleicht nicht alleine nachts in eine dunkle Gasse geht, wo, keine Ahnung, wo komische Typen rumstehen oder so, keine Ahnung, macht man ja auch nicht, dass man sich einfach davor schützen soll, dass man auch, wenn natürlich der Täter an sowas schuld ist, zu 100%, man einfach keine Gelegenheit bieten sollte, dass sowas passieren kann oder so wenig wie möglich sich in Gefahrensituationen begeben soll. Und ich würde dir auch nicht zustimmen, dass eine gewisse Mitschuld vom Opfer ausgeht. Weil es macht natürlich einen Unterschied, ob du dich schützt oder nicht. Aber die Schuld geht immer noch zu 100% vom Täter aus. Das wäre vielleicht was anderes, wenn du jetzt mit einer Versicherung verhandelst bei irgendwas. Aber wenn du nur Gelegenheit bietest oder in minimalster Form eine Gelegenheit bietest, dass jemand eine Straftat begehen kann, dann
hättest du dich vielleicht besser schützen können, aber der Täter, der die Tat begeht, ist immer noch zu 100% an der Tat schuld. Ja, der Täter hat es ja begangen, Ja, aber dann geht doch vom Opfer keine Teilschuld aus. ne? Ich hatte schon mal gesagt, ich werde nicht viel groß auf dieses Thema eingehen. Ich werde ein paar Sachen, da werde ich was zu sagen, zu den meisten Sachen aber nicht, weil ich auch glaube, dass diese ganze Debatte mittlerweile so zerkaut ist, dass die Leute überhaupt keinen differenziertes Statement haben wollen. Die wollen einfach nur, dass ich das sage, was sie hören wollen. Und das kann ich nicht bieten. Ich kann nicht jedem das sagen, was er hören will. Und deswegen werde ich einfach gar nichts dazu sagen, großartig, ne? Ein paar Sachen, da können wir gerne drüber sprechen. Aber ich werde hier nicht preisgeben, ob ich jetzt hinter welchen Aussagen ich jetzt genau noch stehe oder was ich zurückziehe oder was auch immer. Da werde ich nicht großartig was zu sagen, weil ich werde es damit keinem recht tun. Und es ist mittlerweile sowieso egal, was ich sage, es wird ja sowieso gehatet. Ja, das war. Womit ich mich, ganz kurz nur, um das klarzustellen, womit ich mich nicht in die Opferrolle stellen will, ne, ich sehe mich nicht selbst als Opfer in dieser Geschichte. Also auf jeden Fall können wir sagen, das Rammstein-Video kam im allgemeinen Sinne nicht so gut an und in meiner Sicht ist es auch absolut kein gutes Video von dir gewesen. Also eines der schwächsten, würde ich sagen. Tatsächlich. Wenn nicht das Schwächste eigentlich. Und danach warst du erstmal für 2 Monate komplett weg, oder? Hatte das etwas mit dem Video zu tun? Nein. Gar nicht? Wir hatten in meinem Stream, da warst du ja auch im Chat, da hatten wir ja schon mal das Gespräch so gehabt mit diesem, ab wie viel Prozent gibt man, also spricht man von Schuld und ab wie viel über Mitschuld, ne? Und da hatten wir beide, waren wir uns ja einig, dass Schuld immer 51 plus Prozent ist. Und wenn wir das jetzt hierauf beziehen, hatte das Video keine Schuld. Okay. Also der Grund, warum ich weg war, hatte weniger als 50% Teilhabe daran, Teilhabe, dass dieser Shitstorm kam. So, ihr wisst, was ich meine. Okay. Aber dann kam ja dein Comeback nach 2 Monaten, ne? Mit so ziemlich dem dümmsten Comeback, was ich seit langem gesehen habe. Okay. Und zwar hast du dein. Also KuchenTV war immer die Person, die ja dich auf dich reagiert hat und dich ja auch immer ein bisschen gepusht hat. Also großer Teil deiner Community kam sicherlich über Kuchen. Und nachdem du dann diese ganze Shitstorm bekommen hast, zu Teilen verdient, zu Teilen sicherlich auch übertrieben, aber wie gesagt, haben wir ja gerade drüber geredet. Hast du dann ein Video 15 Minuten zu KuchenTV gemacht? KuchenTV, es reicht. Glaubst du wirklich, dass das eine smarte Idee war? Nein. Hatte ich in meinem Stream schon drüber gesprochen, war taktisch unklug. Ne? Es ist, Trayment hat es tatsächlich ganz gut, auch wenn ich überhaupt kein Fan von Trayment bin. Wer hätte es gedacht? Hat es aber ganz gut ausgedrückt. Ich habe den Ast abgesägt, auf dem ich sitze. Frage, kannst du überhaupt noch von irgendjemandem Fan sein? Also, Was kann ich sein? ich glaube, es gibt einige, die eigentlich auf deiner Seite waren, aber mittlerweile sich stark abgewendet haben oder so. Also, es war auf jeden Fall ein nicht so starkes Video. Das können wir schon mal so weit sagen. Okay, weil. Also da können wir gerne komplett drüber reden. Genau, re reden wir komplett drüber. Ich öffne es Ja. auch hier nebenbei, um ganz kurz ein bisschen Sehr gerne. durch zu skippen. Dein erster Punkt, also warte, einer deiner Punkte, der ja, glaube ich, einer der schwächsten noch drin war, war, dass KuchenTV dein Content nicht verlinkt hat. Oder war das der? Okay, ja. Da Also ich hätte ging's. jetzt persönlich gesagt, der schwächste Punkt war der Aufhänger des Videos, dass er sich halt über meine Einsamkeit lustig gemacht, also dass ich darunter leide, darüber lustig gemacht hat. Also im Videoaufbau war das aber, ich glaube, der schwerste Punkt, oder? Über den du auch am längsten, mit am längsten geredet hast, oder? Ja, weil es der Aufhänger war, ja. Aber
Trotzdem der Schwächste. Ich glaube, du musst damit aufhören, den schwächsten Punkt als Aufhänger zu benutzen. Ich merke das gerade immer wieder. Du sagst, das ist nicht dein Hauptpunkt, aber der Aufhänger. Nimm deinen stärksten Punkt als Aufhänger, sonst ergibt das einfach keinen Sinn. Kommt darauf an, was man mit Aufhänger meint. Ja. Ja, ich mach doch auch nicht, wenn ich hier eine Analyse zu meinem Gespräch mit Kircho mache und Kircho sich einmal versprochen hat und gesagt, Frauen kriegen einen anderen Hass als Menschen, nämlich auch nicht den Aufhänger Kircho sagt, Frauen sind keine Menschen. Naja, also was ich mit Aufhänger meine, ist quasi der Grund, warum ich das Video mache. Ja. Ne? Und ich finde, es ist kein großer Kritikpunkt gewesen, dass er sich über mich lustig macht, sondern dass er sich über mich lustig gemacht hat, war der Grund, warum ich das Video gemacht habe. Aber die Kritikpunkte da in dem Video, das sind die Argumente. Es war ja kein Argument zu sagen, ey, du machst dich über mich lustig. Das war ja kein Argument. Also doch, es war eine starke... Also es war ein Kritikpunkt, aber kein Argument. Du hast es doch sogar noch versucht zu argumentieren mit Skurrus und der und Finessi und so weiter. Mhm. Also du hast gesagt... Das war ja das Argument mit der Doppelmoral. Aber es war nicht... Ich habe ja das da nicht kritisiert, dass er sich... Das war ja bezogen auf die Aussage mit dem Heulen. Also ja, hast ja, du es doch argumentiert. Nein. Es ist ein Unterschied, wenn ich kritisiere, dass er sich über mich lustig macht. Mhm. Oder wenn ich kritisiere, dass er sich über mich lustig macht, aber wenn andere Leute leiden, er das dann verteidigt. Dann der Kritikpunkt war ja da die Doppelmoral und nicht, dass er sich über mich lustig gemacht hat. Aber du argumentierst ja dann, warum es nicht okay war, sich über dich lustig zu machen. Also, oder warum es doppelmoralisch ist, sich über dich lustig zu machen, und damit argumentierst du es ja doch. Nee, du hast ja gerade selber gesagt. Ich habe argumentiert, warum es doppelmoralisch ist. Naja. Also ist der Kritikpunkt die Doppelmoral. Ja, aber damit. Ja, ja aber dann. Es hat dich auf jeden Fall gestört, dass er gesagt hat, du heulst rum. Und dementsprechend hast du dann versucht zu argumentieren, warum es doppelmoralisch wäre, sich über dich lustig zu machen, aber bei einem Skurrus zu sagen, das ist okay, emotional zu sein. Bei Skurrus war auch, ja. Genau. Aber an der Stelle würde ich mich mal fragen, hast du denn mit dem Video, also du, bei Skurrus war ja die Kritik, er hat das bedrohlich aufgebaut, weil er den Videoaufbau so hatte und Finessi hat dann gesagt, es ist, keine Ahnung, highly beängstigend oder so, den Video so aufzubauen. Die Dings hatte das gesagt, Freiraum. Das war das mit dem TikTok. Ja, ja, ich weiß. Ja. Ich weiß nicht ganz genau mehr, was Finessi gesagt hat, aber es war auf jeden Fall so ähnlich, dass der da laut wurde und rumschreit und so weiter. Da ging es ja um den Videoaufbau. Kulisse aufbauen. Ja. Genau, dass er das so aufgebaut hat, bevor er seinen Punkt rausgehauen hat. Und QNTV hat dazu gesagt, das ist ein ganz normaler Aufbau vom Video. Mhm. Und damit wolltest du auch, also es gab noch einen zweiten Punkt, aber das war auch einer von deinen Punkten, warum du gesagt hast, dass es doppelmoralisch ist, sich ja dann über dich lustig zu machen, wenn du emotional bist. Genau, ja. Aber genau, also das war der Punkt am Ende. Es ging nicht darum, dass er sauer geworden ist, was ja auch vollkommen verständlich war. Das ist, was ich vielleicht auch nicht erwähnt hatte, ich weiß es gerade nicht, aber es ging mir auch da nicht darum zu sagen, das war nicht in Ordnung von Skurrus, dass der da jetzt emotional geworden ist, sondern vollkommen legitim, dass er da sauer geworden ist und dass er da emotional geworden ist. Es ging dir eher darum, dass es auch okay sein muss, wenn du emotional wirst, richtig? Genau, ja. Aber wir haben ja vorhin schon drüber geredet, du verstehst es auch, wenn man sagt, im Kontext der Feminismusreihe und der nicht richtigen Untertrennung zwischen den persönlichen Erfahrungen und der Einsamkeit im Allgemeinen, der ja durch den Feminismus ausgelöst wird, konnte man das Video falsch interpretieren. Und du konntest es verstehen, wenn es falsch wahrgenommen wird. Also du hast ja Grund zur Annahme gegeben. Also ich finde es schwierig zu sagen, so es wäre keine Untertrennung da gewesen, weil ich finde schon, dass da einer war. Erstens hat die Hintergrundmusik gewechselt, was ja quasi so ein Dingswechsel ist, ne? Zweitens hatte ich ja auch ganz klar angesprochen, ich hatte erst über die Studie gesprochen und als ich mit diesem Punkt fertig war, habe ich in dem Video, glaube ich, sogar wortwörtlich gesagt, so, und das ist jetzt der Punkt, an dem ich über meine Erfahrungen spreche.
Und für mich Ja. ist das ein klarer Cut. Okay, hätte ich vorhin fragen sollen, aber deine Erfahrungen, haben die in deinen Augen immer noch was mit Feminismus zu tun? Nein. Aber es war ja immer noch ein Video in der Feminismusreihe. Ja, weil ich auf das Leiden von Männern. Ich kann es nicht oft genug sagen. Es geht bei der Feminismusreihe nicht immer nur darum, den Feminismus zu kritisieren oder dem Feminismus die Schuld zu geben, sondern es geht darum, das Leiden von Männern sichtbar zu machen, was radikale Feministen oft unterdrücken möchten. Und indem ich das Leiden von Männern sichtbar mache, setze ich ein Statement gegen diese radikalen Feministen, die das Leiden von Männern unsichtbar halten wollen. Das ist der Punkt der Feminismusreihe. Oft. Klar, es ist auch oft Kritik am Feminismus, beziehungsweise am radikalen Feminismus, aber oft ist es auch einfach nur das Aufmerksammachen auf Leiden von Männern. Kann es sein, dass du dann vielleicht den Namen ein bisschen falsch gewählt hast oder die Untertrennung zwischen der Kritik am Feminismus und dem Aufmerksammachen von dem Leiden von Männern nicht klar genug eine Untertrennung zwischen da ist? Ja, das kann man so sagen, würde ich sagen, ja. Und wenn du über die Probleme und das Leiden von Männern sprichst, würde ich ja sagen, dass, also man kann es sicherlich sensibler ausdrücken. Aber so wie es für mich, also kann ich immer noch verstehen, dass man das irgendwo als Rumgeheule sieht oder zumindest als. Das kann ich auch verstehen, ja. Ist es ja auch. Aber Ja. der Unterschied ist, lässt man mich rumheulen? Heißt, macht man sich dann darüber lustig? Ist das in Ordnung, sich darüber lustig zu machen? Ich finde ja, wenn man es definitiv auch lustig macht. Wie gesagt, ich bei Just Nero und bei Jay Riddle, ich musste drüber lachen. Es war fucking lustig. Ja, gut. Jay Riddle hat ja eigentlich nichts gemacht, außer zu sagen, dass du die militante Veganerin von der Bettkante stoßen würdest. Ja, Ich würde. er hatte so gesagt, so selbst T-Tech, so halt bezogen darauf, dass ich so einsam bin, aber trotzdem die militante Brigade, die würde ich trotzdem. Hat er Das ist damit halt eine recht? andere. Erstmal die Frage. Ja. Okay, gut. Das beruhigt mich erstmal sehr. Aber ja, ich meine, du kannst ja nicht verbieten, Leuten einen Witz zu machen, weil du ihn nicht lustig findest. Also deine Argumentation ist, bei denen ist es okay, weil es bei denen lustig ist. Aber wenn KuchenTV sagt, du heulst rum, dann ist es nicht lustig und dann ist es nicht okay. Genau, weil es verfolgt dann keinen Zweck, außer der Person, ja weiß ich nicht, zu schaden in Anführungszeichen oder, also was ist denn der Zweck? So, was bewirkt er denn damit, wenn er einfach nur sagt, öh, der heult rum? Auszudrücken, wie er das Video fand. Also ich meine, für was ist eine Reaction sonst da? Seine Meinung dazu abzugeben und seine Meinung zu dem Video war, dass du in dem Video rumgeheult hast. Und Ja, das war der aber was Sinn von bewirkt dem. er denn damit? Was bewirkt damit jeder anderen Reaction? Er gibt ja seinen Input. Ja, Aber hat er in ist dem ja. Punkt keinen Input gegeben? Wenn er etwas Offensichtliches anspricht. So offensichtlich war es ja rumheulen in dem Sinne. Aber es ist ja, da kommen wir auch wieder ein bisschen in dieses Thema Reichweitenverantwortung. Wenn ich mit einer Reichweite von 1 Million Zuschauer sage, der heult Es rum. war ja auf dem Zweitkanal, also da hat er ja keine Naja, Millionen Reichweite. ja, es ist trotzdem KuchenTV, der 1 Million Reichweite hat. Und Videos können immer viral gehen, egal wie viele Abonnenten du hast. Aber das ist ja auch egal. Eine Reaction eher weniger. Aber ist egal. Auf jeden Fall, du bewirkst ja nichts außer der Person, ja, im Endeffekt zu schaden damit. Nicht zwangsläufig. Also du kannst eine Person auch auf eine harte Art darauf hinweisen, dass das jetzt nicht so toll war. Also Aber warum ist das nicht toll? Also warum warum ist dein Video es, nicht toll war? nee, nicht das Video, sondern das Rumgeheulen. Also warum darf ich nicht heulen? Warum ist Emotion zeigen, wenn ich Es Emotion ging zeige, nicht toll? darum, dass man, also dass niemand außer du verstanden hat, warum das in der Feminismusreihe war. Du hast es mir gerade erklärt und es könnte schon, also es kann schon so Sinn ergeben, aber niemand außer dir hat das so verstanden, würde ich jetzt einfach mal sagen. Oder die ganz wenige außer dir haben das so verstanden. Und die Kritik daran war, dass es für alle, also für die Mehrheit so gewirkt hat, als würdest du dem Feminismus die Schuld daran geben. Und das fanden die meisten halt nicht so toll, weil es für sie so gewirkt hat. Und vielleicht hast du es anders gemeint, aber du hast es auf jeden Fall so rübergebracht, dass es für eigentlich die kollektive Mehrheit so gewirkt hat.
Und das war die Kritik mit dem Rumheulen. Nee, das war nicht die Kritik mit dem Das war die Rumheulen. Kritik mit dem, dass es ein schlechtes Video ist. Aber wenn du sag, Genau, wenn es ja. heißt, T-Tech heult in dem Video rum, dann denken die meisten jetzt erstmal nicht an ein krasses Video. Also es ist harte Kritik üben, auch bestimmt nicht auf die netteste Art, aber es heißt nicht, dass er dir nur schaden möchte, sondern es kann immer noch heißen, dass er damit trotzdem noch eine positive Absicht hatte. Also es heißt nicht, dass er dachte, jetzt schade ich diesem T-Tech ordentlich. Steche ich ihm Messer in den Rücken, indem ich jetzt sage, er heult in dem Video rum. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das nicht seine Intention war, aber es hat sich genauso angefühlt wie ein Messer im Rücken. Auch gerade, weil wir ja eigentlich gut miteinander waren in dem Sinne. Also wir haben uns jetzt nicht getroffen oder so, wir hatten es vor. Wir wollten uns ja mal treffen, mal zusammen feiern gehen und sowas. Aber gerade dann so ein, ja, so ein heult rum und bringt nichts, ne? Also man hat gar keinen Effekt, außer dass es der Person schadet, wenn man sowas sagt. Oder wenn man das, er Das hat es habe ja ich ja nicht nur gerade einmal versucht zu gesagt. erklären. Es muss nicht zwangsläufig die Intention gewesen sein, dir zu schaden. Nee, Und es habe ich auch nicht muss auch gesagt. nicht Habe ich auch zwangsläufig nicht die gesagt, dass es die Auswirkung Inter. sein. Ja, aber es kann ja sonst keine andere Auswirkung haben. Wie gesagt, es kann die Auswirkung haben, dass du auf so eine Weise auch Kritik üben möchtest. Auf jeden Fall. Genau. Ein weiterer Kritikpunkt da drin, was ich auch, was ja auch nicht so, ich glaube, nicht so ein starker Punkt war, war einfach, dass er dein Content klaut bzw. nicht verlinkt. Also er hat ja ein Video von dir angeschaut und dann gesagt, ja, das mache ich eins zu eins nach, so als Spaß. Also er hat es nicht eins zu eins nachgemacht, aber er hat halt schon vieles davon übernommen. Und dann einen Kommentar geschrieben, in dem gesagt, das gibt eine Verlinkung auf Ehre oder so ähnlich wie was. Genau. Und das hat er dann vergessen. Und das hast du dann in dein Video reingepackt. KuchenTV, es reicht. Über das wir gerade sprechen. Genau. Ja. Wenn du doch cool mit ihm warst und geschrieben hast und so weiter, warum hast du ihn nicht einfach privat darauf angesprochen? Gibt mehrere Gründe. Erstens, das war ja nicht das erste Mal. Der hatte ja das jetzt zweimal schon gemacht, wo er Themen von mir übernommen hat. Und dass er ja mich weder verlinkt hat, noch, das möchte ich auch nochmal klarstellen, weil Trayman das nicht verstanden hat. Es ging mir nicht nur um eine Verlinkung, dass ich unten in der Videobeschreibung mit einem Link verlinkt bin, sondern es ging mir überhaupt um, dass man irgendwie darauf kommen könnte, dass das Thema oder dass die Recherche oder irgendwas in dem Video von mir kam. Ob er jetzt sagt, T-Tech hat auch ein Video dazu gemacht. Das würde schon reichen. So, wenn er einfach nur am Anfang seines Videos sagen würde, T-Tech hat auch dazu ein Video gemacht. Punkt. Das würde schon reichen. Ja, es ist sicherlich cooler. Da habe ich jetzt auch nochmal, ich weiß nicht, ob Kuchen hier drauf reagiert. Ich halte die Wahrscheinlichkeit nicht für so hoch, aber es ist ja rein theoretisch möglich. Hey, Ja, doch. KuchenTV. Doch, ich kann mir das sogar Ich vorstellen. heiße Hugo. Ich bin nicht der Typ und ich bin auch nicht der KuchenTV-Zuschauer. So hat er mich nämlich bezeichnet. Ja, stimmt, eine Kirchhoff-Reaction da. Genau. Ja. Aber kleiner süßer Dude darfst du mich immer noch nennen, das ist okay. Mich hast du Hu? Nein. Aber also ich fand da muss ich sagen, die erste Verlinkungsgeschichte war ja definitiv vor dem Rumheulen. Also, dass er dich das erste Mal nicht verlinkt hat, war ja vor dem Rumheulen-Ding. Ja. Also war die zu dem Zeitpunkt ja eigentlich noch zu 100% cool. Warum hast du nicht beim ersten Mal direkt gesagt, dass es dich stört oder gesagt, wolltest du das nicht noch eigentlich machen oder ihn dran erinnert halt? Da hat er gar nicht gesagt, dass er das verlinken wird, glaube ich. Jetzt muss ich gerade überlegen. Der hatte das in der Reaction gesagt. Der hatte das in der Reaction und deswegen habe ich auch damals gesagt, fand ich das nicht so schlimm. Weil er das in der Reaction gesagt hat, die Live-Zuschauer haben das gehört und die Leute, die auf KuchenTV Uncut das Video gesehen haben, haben auch gesehen, dass sein Video quasi von mir geklaut war. Von daher hat mich das damals nicht so sehr gestört. Ja gut, aber wenn du doch gesagt hast, damals Schwamm drüber interessiert mich nicht mehr, dann finde ich persönlich das aber auch nicht so cool, sich das trotzdem zu merken und in einem Video 4, 5 Monate später trotzdem nochmal anzusprechen. Also Doch, kann ich ganz gut verargumentieren, weil
wenn ich dir jetzt auf den Fuß trete, blöd gesagt, das ist ein ganz blödes Beispiel, aber wenn ich Ja. dir jetzt auf den Fuß trete, dann Ja. sagst du beim ersten Mal auch, ja, ist ja nicht so schlimm. Dann machst du es aber ein zweites Mal. Dann denkst du dir, okay, dann sage ich, ja, sorry, ne, kommt nicht mehr vor. Okay, das verzeihst du mir auch noch. Aber wenn es dann immer wieder vorkommt, irgendwann sagst du, Junge, es reicht doch jetzt. Ja, ich verstehe, was du meinst, auch in dem Punkt. Aber andererseits finde ich das im Allgemeinen cooler, dass du, wenn du sowas einfach sagst, das erste Mal. Es war ja nicht so, dass er dich immer wieder nicht verlinkt hat und dass er jedes Video von dir nachgemacht hat. Er Nee, hat das das nicht gesagt. zweimal gemacht. Oder drei, zweimal? Zweimal, ja. Also zweimal, von Und dem ich es weiß. wie weit war das vor deinem Video? So 3, 4 Monate? Boah, weiß ich gerade gar nicht. Jetzt einfach mal ganz grob. Und er Ich hat es ja weiß es danach wirklich nicht nicht. wieder und wieder gemacht. Also es ist so, als würdest du mir zweimal auf den Fuß treten, wenn wir jetzt das Beispiel nehmen. Und keine Ahnung, und nächste Woche, du trittst mir nicht nochmal auf den Fuß, sondern machst irgendwas anderes. So, in 2 Monaten. Dann finde ich persönlich das nicht so cool, sich den Punkt mit dem auf den Fuß treten damals nicht anzusprechen und dann alles auf einmal so Ah, rauszuhauen. meine Kerne, genau. Ja, es war gerade einfach, es war wirklich ein dummes Beispiel. Also pass auf, wir machen ein anderes Beispiel, was dem ein bisschen näher kommt. Ja. Natürlich hat KuchenTV nicht jedes meiner Videos geklaut und mich nie verlinkt. Das ist ja Schwachsinn. Aber jedes Mal, wenn er meinen Content verwendet hat, hat er mich nicht verlinkt. So, das Ja. heißt, 100% der Zeit, wenn er meinen Content verwendet hat, hat er mich nicht verlinkt. Ergibt Ne? es Sinn, bei zwei Ereignissen von einer Prozentrechnung auszugehen? Ich glaube nicht. Aber okay. Doch, kann man schon machen. Sagen wir jetzt mal, wir gehen zweimal tanzen. Ja, und Okay. jedes Mal, wenn ich. Okay. No, no homo. Ja, wenn wir jetzt zweimal tanzen gehen und bei beiden Malen trete ich dir auf den Fuß, gehst du dann noch ein drittes Mal mit mir tanzen? Nö, aber ich persönlich würde halt das dritte Mal, wenn KuchenTV mich dann nicht verlinkt, oder das dritte Mal, wenn ich mit dir tanzen gehen möchte, dir vorher sagen, ey, tret mir aber nicht nochmal auf den Fuß. Das wäre das, was ich Ja, machen würde. okay, ja, das kann man machen, ja. So. Aber ich würde dann nicht nach 3 Monaten, wenn wir dann eh Streit haben, sagen, ey, und damals bist du mir zweimal auf den Fuß getreten. Das gibt's, glaube ich, in Beziehungen auch sehr häufig, dass sich Sachen einfach gemerkt werden und die dann in irgendeinem späteren Streit nochmal aufgegriffen werden, ne? Ja, was ich auch in dem Sinne in Ordnung finde, wenn das wirklich etwas ist, was immer wieder passiert, ne? Weil ich kann nicht, sage ich jetzt mal blöd gesagt, einmal fremd gehen, wieder ein übertriebenes Beispiel, einmal fremd gehen, dann sagt meine Freundin schon, ich verzeihe dir, ne? So ist nicht tragisch. Und dann gehe ich aber wieder fremd und dann sage ich, aber du hast mir doch das erste Mal hast du doch gesagt, ist okay. Also Ja, du darfst jetzt das jetzt läuft es zweite. doch bei dir? Warte mal, du hast eine Freundin und findest zwei zum Fremdgehen? Okay, also beschwer dich nie wieder. Warte, wo jetzt? Das hat mich jetzt gerade aus dem Konzept gebracht. Mich auch ein bisschen. Nee, auf jeden Fall. Und da kann ich nicht, wenn ich das zweite Mal wieder den gleichen Fehler mache, kann ich nicht erwarten, dass man mir, dass ich dann sage, ja, aber gut, das erste, das ist ja schon abgeschlossen, das darfst du jetzt nicht mehr ansprechen. Weißt du, was ich meine? Sondern wenn es der gleiche Fehler ist, das ist was anderes, Ja, wie wenn ich jetzt. aber guck mal, KuchenTV, zu dem Zeitpunkt, wo du dein Video gemacht hast, war es nicht direkt, nachdem er dich das zweite Mal nicht verlinkt hat. Das war nicht der Zeitpunkt. Und du hast ihn auch nicht privat nach dem zweiten Mal darauf angesprochen, sondern du hast es 3 Monate später in ein volles Video gegen KuchenTV gepackt. In ein öffentliches Video gegen KuchenTV. Einige Monate nachdem er das zweite Mal gemacht hat. Und du eigentlich Ja. meinst, du ignorierst das. Also, oder dich interessiert das jetzt nicht so stark. Das ist eher das, Nee, was. nach dem ersten Mal habe ich gesagt, Achso, dein dass. Cloud-Content-Video. Genau, ich habe ja Ja. dieses mein Content geklaut und da hatte ich ja gesagt, dass er auch mein Content genommen hatte, mich nicht verlinkt hatte, aber da habe ich ja auch damals gesagt, ich fand das nicht so schlimm, weil er halt das in der Reaction erwähnt hat. Stimmt, das habe ich gerade komplett vergessen. Also, Ja. das war nach beiden Malen, wo er das gemacht hat, richtig?
Nee, Nee. das mein Content wird geklaut Ja. war nach dem ersten Mal, als er das Und gemacht er hat es hat. danach nochmal gemacht. Genau, danach hat er es nochmal gemacht. Okay, das gibt gerade, also jetzt ergibt deine Argumentation etwas mehr Sinn. Da hast du Okay. recht. Er hat, also du hast quasi darauf hingewiesen. Genau, ich habe darauf hingewiesen, klar, öffentlich hätte man jetzt auch vielleicht privat machen können, aber ich habe ja, Hätte als ich ich es besser öffentlich gefunden. ange ja, aber als ich es öffentlich angesprochen habe, habe ich ja auch gesagt, ist nicht so schlimm, ne? Was hat KuchenTV in der Reaction dazu gesagt? Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Ich glaube, der hat damals schon gesagt, dass er es einfach vergessen hat. Okay, dann hat er es zweimal vergessen. Ja, geht cooler. Ja, ist, wie du gerade eben schon sagtest, war nicht der stärkste Kritikpunkt. Das war nicht so ein Ding, wo ich sage, geht gar nicht und was soll das? So, sondern es war halt, ey. Ich meine, ich muss halt dazu sagen, wenn man sich so ein bisschen mit KuchenTV beschäftigt, dann sieht man ja auch in seinem Video, in seiner Videobeschreibung, dass da eigentlich so gut wie nie Quellen sind, Nee, ne? selbst wenn er sagt, verlinke ich euch unten, ne? Dann so, vergesse ich eh, sagt er schon, und trotzdem ist da kein Link. Ja, Ich war. das ist geil. Derjenige, der es schneidet, der muss doch da sagen, so, ey, Tim, vergiss nicht. Timo Aber schneidet das, glaube ich. ich Er glaube könnte nicht. Eigentlich könnte es doch der einfügen. auch, ja. Ja, Ich oder? meine, so viel Extraarbeit ist das gar nicht. Ich meine, könnte man seinen Aufgabenbereich nicht etwas erweitern? Ja, naja, ist ja nicht so schlimm. Auf jeden Fall, ich finde halt nur, also das Argument, dass er es sowieso nie macht, hat halt wirklich zwei Seiten. Die eine Seite ist, er macht's nie. Weißt du, so, das relativiert irgendwie, wie schlimm das ist, dass er es nicht macht, weil er macht's nie. Das ist kein, oh, ich mach das nur bei T-Tech nicht, ich klaue nur T-Techs Content und verlinke ihn nicht, sondern er macht es nie. Es zeigt, Nicht mal seine dass es eigenen keine Quellen. persönliche Sache ist. Genau. Und deswegen zeigt, dass es. Einerseits macht das das weniger schlimm, andererseits, er verlinkt nie seine Quellen. Hallo? So Man wäre es könnte doch sagen, es besser ist ein halt. allgemeines Problem und kein persönliches. Genau, auf jeden Fall, ja. Wie schlimm das ist jetzt bei dem KuchenTV. Ich meine, eigentlich, wenn er Videos einblendet, dann blendet er immer den Titel ein, Mhm, was ja ja. auch eine Quelle ist. Also du kannst. Absolut, ja. Das ist eine genauso gute Quelle, wie wenn du den Videolink hast. Ja, Oder? Oder nicht? also, ja, ich finde auch. Wenn du den Also, vollen YouTube-Titel hast mit dem Kanal, wo es hochgeladen wurde, ist das eine genauso gute Quelle, wie wenn du diesen kryptischen Link da unten hast, oder? Würde ich Ja, finde zumindest ich sagen. schon. Würde ich sagen, ja. Also, ich habe das ja in der Reaction auf das Tremont-Video auch gesagt. Die ist noch nicht online auf YouTube leider, aber auf Twitch ist sie ja noch einsehbar. Mir persönlich reicht das. Es gibt vier Sachen, die man machen kann. Das eine. Jetzt habe ich hier mein Mikrofon weg. Das eine ist, dass man einfach erwähnt. Das würde mir Ja. zum Beispiel auch schon reichen. Wenn man einfach sagt, wie ich eben schon gesagt habe, ja, T-Tech hat ein Video gemacht, fand ich interessant, ich mache auch ein Video dazu, zum Beispiel. Ja. Oder einfach nur sagt, T-Tech hat auch ein Video dazu gemacht. Würde mir reichen. Punkt Nummer zwei ist, dass du den Link zumindest einblendest im Video, ne? Dass man den nicht rauskopieren kann, aber man könnte den rein theoretisch abschreiben. Ich habe in meiner Reaction auch darüber gesprochen. Das sind 11 Zeichen, die man austauschen muss. Nein. Ja. Also ich persönlich als faule Person würde den screenshotten und dann einfach hier mein Vorschauprogramm kann das. Ja, ja, ja Okay. natürlich. Ja, aber ich meine, dass du so faul bist. Ja, natürlich bin ich so faul. Geil. Feier ich. Nee, Hä? aber das wäre. Ich drücke hier drei Tasten an meiner Tastatur, ziehe einmal drüber, ziehe nochmal drüber und ich hab den Link. Das geht. Stell dir Ja. vor, ich mache einen Tippfehler. Das wäre viel anstrengender. Das sind schon nicht mehr 5 Sekunden, das sind schon True. 15 Sekunden, weil. True. Lieber so. True. Ja, auf jeden Fall, aber. Für die Leute, die das nicht haben, das sind 11 Zeichen, die man abtippen muss. Das sind 11 Zeichen. Das ist nicht so. Egal, auf jeden Fall. Das dritte ist, dass man einfach nur das Gesicht zeigt oder einfach nur einen Videoausschnitt oder sowas, wo der Creator, von dem man geklaut hat, mutmaßlich dann zu sehen ist. Also quasi, wenn er jetzt das Tilo-Thema hat er ja zum Beispiel übernommen von mir, dass er irgendwo einen Clip eingeblendet hat, wo ich auch zu sehen bin, dass man wenigstens meine Fresse gesehen hat. Das würde mir sogar auch schon reichen. Weiß ich nicht, das bringt was, wenn du eine halbwegs bekannte Person bist. Das stimmt, ja. Mir hat es jetzt halt im Endeffekt überhaupt nichts gebracht, dass mein Gesicht in dem Video war zu Kircho. Ich Echt? war, also Stimmt, ich man war, hat nirgendwo dich als Person wahrgenommen, ne? So, dass ich, du Hugo von. also
Also Imp hat gesagt, ich sehe aus, als ich bin hier irgendein Typ, der in der Vorratskammer sitzt. Und Kürschus sich wohl gedacht hat, er sucht sich irgendeinen Zwölfjährigen, der dann wohl auf seinem Level ist. Ich habe auch drunter kommentiert, wenn er noch einmal sagt, dass ich auf dem Level von Kürschus bin, das gibt eine Abmahnung. Ja, aber deswegen sage ich, mir persönlich würde das reichen, wenn man meine Fresse sieht. Aber es liegt halt vielleicht auch unter anderem daran, dass ich ja auch schon, also dass meine Fresse ja auch schon ja, von hunderttausenden Leuten gesehen wurde. Auch nicht von meinem Kanal, sondern eben wegen dem Beef mit TJ zum Beispiel. Ne? Da war ich ja im Video von TJ zu sehen. Das hat ja über 100.000 Klicks gemacht. Stay hatte auch schon mal auf mich reagiert, hatte auch über 100.000 Klicks. Und deswegen kennen ja schon 100.000 Leute zumindest meine Fresse, auch wenn die nicht wissen, wer ich bin. Ja. Deswegen finde ich, mir persönlich hätte das. Genau, und was war der vierte Punkt, der dir auch hätte gereicht, als halt ein Link in der Videobeschreibung oder Genau. Infokarte? Ja. Ja. Einfach ein Ich finde Link. Infokarte eigentlich das angenehmste. So am übersichtlichsten, ne? Ja, ich finde, je nachdem, das haben ja so viele Leute kritisiert, dass ich habe ja in meinem TJ-Video zum Beispiel, habe ich ja haufenweise kleine Clips eingeblendet gehabt. Und dann wurde ja kritisiert, ja, du kritisierst bei KuchenTV, dass er dich nicht verlinkt hat. Aber selber hast du die Clips von den Videos und sowas nicht verlinkt. Und wie gesagt, da kommen wir Dazu. halt wieder zu diesem 1 von 4 Dingen hätte gereicht, weißt du, und ich habe 3 von 4 Dingen gemacht, ich habe nur nicht verlinkt. Deswegen fand ich die Kritik an der Stelle da ziemlich unangebracht. Aber ich finde, wenn ich habe so viele Videos bearbeitet und so viele Clips gehabt, dass wenn ich die in die Videobeschreibung gepackt hätte, dann hätte man da wirklich 12 Videos oder so gehabt und hätte sowieso nicht die Übersicht gehabt, also welcher Clip jetzt welcher Link gewesen ist. Und deswegen fand ich das auch, wenn ich da so einen 3-4-Sekunden-Clip einblende, finde ich es unnötig, den zu verlinken. Ist es gerade, was du auch hättest machen können, einfach dein Fenster abfilmen, sodass man die Timeline unten sieht und den Namen vom Video. Das wäre so das Ja. Einfachste gewesen. Ja, ich habe halt die Ja, Links, ja, ich ja. habe ja bei jedem immer die Links unten unter dem Video habe ich immer eingeblendet, wie gesagt. Ach so, ja, das Man hast du. benutzt Ja, okay, dann, ja, dann hast du es eh gemacht. Okay. genau, ich habe es Never halt nur nicht mind. verlinkt in dem Sinne, dass man einen anklickbaren Link hat, sondern man hätte es abschreiben müssen oder deine kostenlose. Genau, und dein letzter Punkt in dem KuchenTV-Video war ja noch, dass er, wie können wir das werbefreundlich ausdrücken, hier gesagt hat, also es ging um die Cake News und Ja. es ging um das Video von, wie heißt der noch gleich, der auf jeden Fall aufgedeckt, Celtics. Celtex, der aufgedeckt hat, dass auf Knuddels so viele Menschen unterwegs sind. Man könnte sagen, minor attracted people. Maps hat man noch diesen Begriff. Hab das noch nie gehört, aber okay. Ja, ich finde auch den Begriff, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Es klingt irgendwie so zu sehr, als ob das wirklich Teil der LGBT-Community sein könnte, weißt du? Das klingt, Ja, weiß ich nicht, ja. das klingt irgendwie so verharmlosend. Das klingt gar nicht mehr so schlimm auf Nee, einmal, ne? das Deswegen. klingt beinahe nett, insofern lassen wir Ja. mal. Und darin hast du kritisiert, dass Kuchen gesagt hat, er hat sich als 14 und nicht als 13 ausgegeben, aber der Typ ist quasi immer noch dophil Genau. hier. Aber danach hast du doch auch noch was eingeblendet, und zwar hast du gesagt, es geht um Leute, die noch nicht in der Pubertät sind. Aber irgendwo, ich bin mir ganz sicher, stand meist oder Ja. in den allermeisten Fällen. Aber lässt das nicht rein theoretisch immer noch die Tür offen, dass das, was Kuchen gesagt hat, gar nicht falsch ist? Also ich glaube, es ging darum, Das lässt die Tür offen, ja. ja. Pass auf, ich erkläre es kurz. Also, Dophilie steht immer dafür, dass sie auf Kinder stehen vor der Pubertät. Das ist, ne, nicht meist, sondern das ist fest. Genau. Was meist ist, ist, dass das meist 13 Jahre oder jünger ist. Ne? Es gibt nämlich auch 14-jährige Mädels, die auch noch nicht in der Pubertät sind oder zumindest nicht so aussehen, als ob sie eine Pubertät Okay. angefangen oder durchlaufen hätten. Und da würde der Begriff trotzdem zutreffen. Okay. Warte, warte. Der Typ, der mit ihr schreibt,
muss aber doch vom Worst-Case-Szenario ausgehen. Muss er das? Ja, muss ja. Also. Weil es gibt ja, in Deutschland haben wir das Gesetz, dass ab 14 ist es absolut legal. Ich glaube erst ab 16. Nein, 14. Kann man auch Schreiben überhaupt generell einen Strick draus machen? Ich glaube nicht. Also ich glaube, Schreiben müsste doch. Kommt Ich darauf weiß an, nicht, in was du welchem halt schreibst. Wenn Kontext. du halt wirklich zum Ja. Quick-Quack, ne, dann, wenn die jetzt 13 ist, dann kann der dafür in den Knast kommen, ja. Wenn er sich zum Knick-Knack verabredet und die ist Ja, erst 13, dann ja. Knast. Ich weiß nicht, wie schlimm das dann wurde, aber muss er nicht eigentlich, also man könnte ja davon ausgehen, wenn 14 erlaubt ist, aber 14 nur meist der Fall ist, dass jemand schon in der Pubertät ist, dann musst du doch eigentlich, könntest du sagen, du darfst, es gibt einen ganz kleinen Bereich, wo das legal wäre, aber trotzdem der Begriff Dophilie zutreffen würde, oder? Ja. Aber was man auch nicht vergessen darf, und das habe ich im Video ja auch gesagt, Dophilie ist eine psychische Erkrankung, ne? Das ist eine psychische Krankheit. Das heißt, dass einfach nur anhand von, ja, die war ja 14, deswegen diagnostiziere ich ihm jetzt diese Krankheit, weil es könnte ja sein, und da müssen wir halt auch mal, müsste man sich vielleicht mal anschauen, weil ich weiß jetzt auch gerade nicht, wie hoch diese Prozentzahl ist. Aber wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass eine 14-Jährige noch nicht in der Pubertät war? Ne? Also wie viele 14-Jährige in der Pubertät prozentual gibt es? Wenn man jetzt sagt Was? 2%, dann ist Ja. er ja zu 98% nicht dophil. Ne? Und dann Aber aufgrund von... wir können mal sagen, wie alt war er, Mitte 20 oder so? Wenn, also, selbst wenn die 14 ist, in der Umgangssprache wird das definitiv so gesehen und es ist auf jeden Fall moralisch fragwürdig. Das ist definitiv moralisch fragwürdig, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Und. Aber man muss halt trotzdem unterscheiden, ne? Gerade auch, weil man sagt, ja, es ist ja so umgangssprachlich und so. Da gibt es jetzt zwei Aspekte. Erstens ist es falsch, das umgangssprachlich zu verwenden, weil damit relativiert man wirklich Dophilie, ne? Weil wenn man sagt, ja, mit 14 ist auch schon. Dann macht es diese Heftigkeit, die Dokriminalität wirklich hat, ein bisschen weniger schlimm. Weißt du, was ich meine, wenn man das beides in einen Hut wirft? Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir damals alle bei Ahmad diese Argumentation nicht haben gelten lassen. Ahmad hat damals nämlich auch gesagt, ja, umgangssprachlich. Ja. Da haben wir auch alle gesagt, n-n. Aber Da ging es gibt da es kein nicht? Wie Umgangssprache. alt Das war, wie alt war die bei hier? Wie hieß dieser Typ? Ich weiß es nicht. ich Wie alt war weiß. die? Ich glaube, die war 17. 16, 17. Ja, ich meine, die war Ich 17. würde sagen, das ist schon noch mal ein Unterschied. Ja, ist es auch, definitiv. Aber es macht ja nicht den Begriff Dophilie deswegen weniger unangebracht. Weißt du, was ich meine? Okay, Das warte. ist so, ja. Hier im Chat steht gerade, ab 14 stimmt schon. Ja, stimmt, aber in dem Fall muss ein, ich glaube, da muss von Fall zu Fall ein Gutachter entscheiden, ob die Selbstbestimmung schon von der auszugehen ist. Genau, ja. Wenn es zu einer rechtlichen Auseinandersetzung diesbezüglich kommt, ja. Also, dass es erst ab 16 das fest davon ausgegangen werden kann, soweit Ich ich glaube, auch weiß. bei 16 gibt's da so Ja, klar, rechtliche Hürden. es muss trotzdem. Erst ab 18 bist du wirklich safe, solange du halt, solange es einvernehmlich war. Erst ab 18 bist du komplett safe. Okay. Ja, also ich fand den Punkt jetzt ehrlich gesagt nicht so wichtig. Du hast den, glaube ich, auch nicht so ganz groß angesprochen, weil ich glaube, es war Nein. eher so ein Minipunkt. Ja, es war halt eine Sache, warum ich finde, dass das halt, also wieder halt, es ging da wieder um dieses Doppelmoral-Thema, ne? Dass man halt bei Ahmad damals gesagt hat, du verwendest das Wort falsch. Und dann sagt Ahmad, nee, nee, es ist ja umgangssprachlich, habe ich das benutzt. Und dann sagt er, ja, nee, nee, hier Umgangssprache zählt nicht, weil das ist eine psychische Krankheit. Das kannst du nicht einfach so umgangssprachlich benutzen.
Und dann macht KuchenTV genau dasselbe und benutzt dieselbe Argumentation wie Achmat. Nein, er hat nicht genau dasselbe gemacht. Sagen wir mal so, er hat das Er hat es nicht, falsch hat das benutzt. ein einziges Mal gesagt. Achmat hat das durch sein Ja. ganzes Video durchgehend gemacht. Der Unterschied ist außerdem 14 und 16. 14 und 17 ist auch ein großer Unterschied dazwischen, weil ich glaube, mit 17 ist halt die Chance 0%, während es bei 14 noch die Chance gibt. Ja, aber zu sagen, ja, es gibt ja aber noch Ja, die ja, ja, ja. Chance, ist keine Rechtfertigung dafür, dass man Aber jemandem es eine ist nicht genau psychische das Gleiche. Krankheit Es ist nicht diagnostiziert. genau das Gleiche. Und er hat auch niemanden psychische Krankheit unterstellt, weil Ja. die Person ist anonym. Insofern, er hat das jetzt nicht wirklich gesagt, du bist das. Er hat es der Person unterstellt, ja. Aber er hat nicht wie bei Ahmad das Ahmad einer hätte damit. bestimmten Person Ja. unterstellt und gesagt, du bist das. Es war eine Genau. anonyme Person in einem anonym, also in dem Sinne anonymen Chat. Und Kuchen hat Ja, das ein richtig. einziges Mal gesagt. Das war bei Ahmad ja Genau. schon eine ganz andere Aber Sache. das war ja mein Kritikpunkt nicht. Mein Kritikpunkt war ja nicht zu sagen, weil Ahmad hätte mit seinem Dophilie-Vorwurf hätte er damals definitiv die Karriere von diesem Mann zerstören können. Ja. Und das konnte KuchenTV nicht, weil wie du gerade sagtest, der Typ war anonym. Aber es ist dieselbe Diagnose, die er einfach stellt, ohne Aber in einem das anderen gesichert zu Rahmen. haben. Sa sagen wir einfach in einem anderen Rahmen und. In einem anderen Rahmen, aber trotzdem nicht in Ordnung. Okay. Abschließend zu dem Kuchen-TV-Video. War ein Griff ins Klo. Wie gesagt, kommt immer darauf an, wie man es sieht. Also es war weder schlau noch dein bestes Video. Ja, da kann ich zustimmen. Ja, dann warst du erstmal wieder für einen Monat weg oder für eineinhalb Monate. Hatte das da etwas damit mit dem negativen Nein. Feedback zu tun? Okay. Immer noch derselbe Grund, wie warum ich vorher 2 Monate weg war. Auch derselbe Grund, warum jetzt immer noch keine Videos, wie heißt es, regelmäßig kommen. Ah ja. Arbeit oder möchtest du nicht sagen? Möchte ich nicht sagen. Okay. Und dann kam ja dein nächstes Video. Wo ist um TJ? Da sind wir alle auf einer Seite. TJ, Zerstörung sind was Cooles. Ja, ich möchte nur ganz kurz anmerken, bevor wir jetzt da rein abdriften, diese beiden Videos, die ich gemacht habe, die waren nie als Zerstörung gedacht. Du Irgendwie hast haben es die aber so Leute das. aufgebaut. Findest Das du? sind wir wieder an einem Punkt von, es kann schon sein, dass du es nicht so gemeint hast. Es schließt auch nicht aus, dass du es so gemeint hast. Aber die Mehrheit hat es anders wahrgenommen. Aber warum? Also was war denn der Grund dafür, dass man das so Guck mal, auffasst? du hast gesagt, weil du mich jetzt doof. Also, wenn du was zu sagen hast, dann sag es doch. Und wenn du nichts zu sagen hast, dann halt dein Maul oder so ähnlich. Und deswegen kriegst du jetzt gleich zwei Videos ab. Das war halt schon so. Ja, okay, Stark formuliert, sagen wir es. ja, okay, verstehe, ja, kann ich nachvollziehen. Genau. Und ich glaube, da musst du vielleicht einfach nochmal an deiner Kommunikation so ein bisschen arbeiten, weil es Ja, bringt halt nichts, wenn du es anders meinst, aber es alle anders verstehen. ich kann hier an der Stelle mal sagen, wie es gemeint war. Ich wollte einfach nur TJ abpacken, weil ich weiß, dass er sich über Videos gegen ihn regt er sich auf. Ja. Der kann so viel öffentlich sagen, wie er will. So, hör, nee, das war Comedy Gold, habe ich mich drüber lustig gemacht. Ich weiß aber, dass es ihn abfuckt ohne Ende. Ich weiß das. Warum weißt du das? Weil du einfach davon ausgehst. Ja. Also du unterstellst Ich es. vermute, ja genau, ich vermute das sehr stark, sagen wir es so besser, weil ich hatte ja mit TJ auch Kontakt gehabt. Er selbst hat er ja in seinem Statement-Video damals gesagt, dass so Shitstorms und so sind ja nicht an ihm vorbeigegangen. Ihn hat das gestört, wenn da alte Themen wieder aufgemacht wurden und sowas, hat er selber gesagt. Zu alten Themen kommen Und wir auch noch. ich hatte mit ihm auch nach meinen beiden Videos geschrieben und da hatte der so richtig auf Krampf in seinen Memos hat er so gelacht, weil er hat so eine Memo gemacht und Ja, hart so unangenehm. reagiert auf was ich gesagt habe, hat Also. so eine Memo und dann hahaha, so, weißt du, da dachte ich mir, wie cringe, so wirklich auf Das ist Krampf zu wie lachen. Leute, die auf TikTok weinen, ich weiß. Ja, genau. Einfach nur so eine Show ab. Dann, also, du hast auf jeden Fall als Aufhänger benutzt, dass TJ dir diese cringen Nachrichten geschrieben hat, die auch aus meiner Sicht wirklich cringe waren. Trayman hat ja später gesagt, die waren gut gemeint. Da dachte ich mir, nee, waren sie nicht.
Das Nee. ist einfach nicht die Wahrheit. Nein, er wollte einfach auf mich drauftreten. Es ist, mein TJ war zu der Zeit, als er mich angeschrieben hat, stand er selber wieder hart in der Kritik wegen dieser CBD-Öl-Thematik. Ja. Und ist auch wieder nur eine starke Vermutung, aber ich schätze TJ so ein, dass er einfach nur sich wieder besser fühlen wollte und dann sich einen Sündenbock rausgesucht, auf den er drauftreten kann. Und da habe ich mich übertrieben gut angeboten. Ich stand schon die ganze Zeit davor in der Kritik und ich hatte auch schon mal mit ihm Beef. Ja, Also war ich ich das für weiß ihn das es. perfekte Ziel. Das weiß ich wiederum nicht, ob das was damit zu tun hatte, dass er in der Kritik stand. Ich glaube, Ich würde ihn so einschätzen. okay, du kannst es so einschätzen. Ich weiß es nicht. Ich würde es nicht zu 100% ihm unterstellen. Ich würde aber auch nicht 100% sagen, dass das abwegig ist. Also wie gesagt, ich habe jetzt ein bisschen mit ihm geschrieben gehabt. Ein bisschen in seinen Videos, ne, in diesem Statement-Video, da war der ja auch sehr offen und alles. Und ja, ich kriege einfach so das Gefühl von ihm, dass das genau so ist. Aber ich würde es jetzt auch nicht zu 100% sagen. Und dann hast du auf jeden Fall ein Video gemacht, weil du gesagt hast, jetzt wo er das geschrieben hat, möchte ich ihn nochmal richtig triggern und so weiter. Das war dein Plan. Hat Genau. auch niemand so verstanden wieder, würde ich mal so sagen. Aber das Problem war mehr daran, dass in dem Video halt wirklich nichts drin war. Also es war halt wirklich, es war nicht inhaltslos, aber Nee, also natürlich war es nicht inhaltslos, aber es war halt, das ist es wirklich der Kritikpunkt, den ich auch am meisten annehme. Es war kam nichts Neues absolut, drin. es war eine Diashow an alten Videos. Ja, es war auch völlig als genau das gedacht, aber trotzdem mit mehr Inhalt, mit mehr Content. Ich hatte das in meiner Reaction auch gesagt. Was mich so genervt hat im Endeffekt war, dass ich Themen vergessen habe. Ich hatte, als ich die Idee hatte, so ein Highlight von TJ zu machen und sowas, ich habe so viele Videos gegen TJ gemacht und dachte so, ja, ich kann da alles rausnehmen und so. Und der stand ja auch wegen so vielen anderen Sachen noch in der Kritik und sowas. Das werde ich alles schön zusammenfassen und richtig langes Video dann haben. Und als ich dann das Skript geschrieben habe, war ich an einer Stelle fertig und hatte das Gefühl auch, ich habe alles erwähnt, habe es Ja. abgedreht, habe es hochgeladen. Und dann hieß es, ja, war ja nichts Neues drin. Ich dachte, ja, klar war nichts Neues drin. Es war ja eine Zusammenfassung an Highlights. Also obviously war nichts Neues drin. So. Aber dann ist mir aufgefallen, es gab so viele Themen, die ich nicht angesprochen habe, die ich komplett vergessen habe. Wie zum Beispiel, als TJ hier dieses Mädel da gedoxt hatte, weil sie H-Sohn an so einen Fußballer geschrieben hatte. Und er dann meinte, ja, ich veröffentliche jetzt Hat ihren sie nicht mal? Namen. Sie hat doch HS geschrieben, oder? Es stimmt. Sie hat ja einfach nur, also Das nur HS geschrieben. hieß hübsche Sonne. Auch gut. Ja, auf jeden Fall. Da hat er ja, meinte er, ja, ich muss jetzt, also ich werde jetzt da ihren Namen, hat er gezeigt, den Fußballverein, Wohnort, also nicht mit Adresse, also mit Straße und so, aber Ja, das wäre auch. Also. maximal. Aber ja, er hat halt so auf Selbstjustiz hat er sie gedoxt. Was ja ultra übertrieben kritisch anzusehen ist. Und das habe ich zum Beispiel einfach vergessen mit reinzunehmen. Was erstens ein richtig starker Kritikpunkt gegen ihn war und zweitens gar nicht so krass viral gegangen ist wie dieses TJ Flex mit Frauen. Aber am Ende Ja. war mein Video nur diese ganze TJ Flex mit Frauen-Thematik. Alles, was ich da schon erwähnt habe. Im Endeffekt war dein Video auch, also dein Video damals mit dem Doxing, nichts anderes als das, was Cat schon gesagt hat. Genau, ja. Das hatte ich aber damals tatsächlich mit ihr auch abgesprochen gehabt. Ich weiß, ich weiß. Du hast ja auch, hast du sie verlinkt? Das hattest du rausgelassen, das stimmt. Das wäre auf jeden Fall interessant gewesen. Und Ja. ich finde auch gegenüber dem Video von Jay Riddle hat dein Video nicht wirklich einen Mehrwert geboten. Ja. Das stimmt. Aber da muss ich auch sagen, um so ein bisschen mich zu verteidigen, in Anführungszeichen da, ich kann verstehen, dass sehr, sehr viele Leute gesagt haben, hey, ist ja nichts Neues dabei und sowas. Aber ich habe auch tatsächlich ein paar, nicht viele, ich gebe es zu, nicht viele, aber ich habe ein paar Kommentare bekommen, die mir wirklich geschrieben hatten, das wusste ich ja alles gar nicht. Ne? Also, man darf nicht, also das ist, was ich
oft so sage, man muss ein bisschen über diesen Tellerrand hinausschauen, was ich eben gesagt habe, dass ich das Gefühl habe, dass Leute viel zu sehr nur auf sich gucken. So, hey, ich kannte das alles, hey, ist doch nichts Neues dabei. Ja, ich hatte das schon mal im Video erwähnt, alles, aber es gibt trotzdem Leute, die das noch nicht wussten. Und klar könnten die meine alten Videos gucken, aber die alten Videos werden ja nicht mehr vorgeschlagen, sondern die neuen Videos werden eher vorgeschlagen. Und dementsprechend, es hat trotzdem eine neue Audience auch getroffen. Die wissen erst seit meinem neuen Video darüber. Und man sollte halt ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen, nicht immer nur auf sich schauen und ich kannte das schon. Für mich ist da nichts Neues dabei. Ja, dann war das Video vielleicht auch nicht für dich gedacht, sondern für die neue Audience, ne? Ja, Cats schreibt hier gerade, war alles okay mit dem Video damals. Das war. Ja, das wurde damals aber auch zum Beispiel kritisiert, Trotzdem ne? würde. Also, ich habe damals gesagt, ein starkes Video. Rückblickend muss ich sagen, es hat auch nicht so viel Mehrwert gegeben. Wenn man halt jetzt nochmal kritischer drüber nachdenkt, jetzt wo. Irgendwie ist es halt schon so ein Ding, dass man kritischer drüber nachdenkt, wenn dann mehr Kritik kommt. Ja, das ist natürlich Das ist so. ein grundsätzliches Problem, muss man ehrlich zugeben. Problem oder auch nicht Problem, aber Ja, halt grundsätzlich ein Fakt genau. einfach. Genau, es ist ein Fakt. Ich würde es jetzt auch nicht prinzipiell als Problem sehen, weil ich finde es nicht schlimm, wenn man kritisch auf mich schaut. Bin ich ganz ehrlich. Also man kann gerne kritisch auf mich schauen. Was ich aber schlecht finde, ist, wenn Leute anfangen, halt Blödsinn zu labern. Wenn die halt straight up einfach Lügen erzählen über einen. Ja. Ne? Und das finde ich halt, weiß nicht, da hat Trayment in seinem Video, ich werde auch noch ein Video zu machen, Bitte. hat er in seinem Video auch schon sehr viel Blödsinn über mich gelabert oder einfach Vermutungen, Sachen, die er vermutet. Wir haben ja eben gerade auch über Vermutungen von mir gesprochen, wo wir auch nochmal differenziert haben, ist eine Vermutung, ist kein Fakt, ne? Das hat Trayment aber nicht gemacht. Er hat Sachen einfach als Fakt dargestellt, obwohl er Das gar keine Ahnung hat. Trayman-Video war schwach. Also er hatte eine starke Vorlage, hat es aber echt kaputt gemacht, muss ich sagen. Das gleiche, wie hieß dieser Typ, auf den Alpha Kevin reagiert hat. Ah, das war so anstrengend. Ach, dieses 50 Minuten, Ja, irgendwie das sowas. gar. Ja, ich weiß, dass TJ da mal darauf reagiert hat, auch auf dieses. Oder? War das TJ oder war das auch Traymond? Ich glaube, Boah, also ich weiß ich es habe es nur nicht von mehr. Alpha Kevin gesehen. 50 Ja. Minuten jedes deiner Videos, also das hat mir Kürzow-Vibes gegeben. Ich nehme nicht die fünf besten Punkte gegen dich, sondern ich nehme alle Punkte. Und zwar alle. Finde ich prinzipiell gar nicht mal so eine schlechte Idee, sag ich mal, alle Punkte zu nehmen, wirklich alles zusammenzufassen. Aber auch da war wieder halt sehr viel Unsinn, sehr viel aus dem Kontext geschnitten und sehr viel Vermutung als Fakt dargestellt und. Okay, aber unabhängig davon, lass mal hier zu einem Punkt kommen. Es kam Ja. dann ganz viel Zeug, was alt war. Aber es kam eine einzige neue Sache dazu, würde ich sagen. Ja. Und zwar deine Vermutung, dass es ja komisch ist, dass TJ sagt, hä, mit der schreibe ich auf Insta, wenn er doch wenige Tage zuvor mit seiner Freundin im Bett lag. Genau, ja. Hast du mittlerweile mitbekommen, dass TJ darunter geschrieben hat, dass es zu dem Zeitpunkt noch nicht seine Freundin war? Ja, ich hab's. Tatsächlich habe ich mich verlesen. Ich habe das falsch Wie rumgelesen. passiert sowas? Also ich bin. Ey. Du glaubst nicht, wie oft ich Sachen falsch lese. Aber wenn ich ein Video schneide, dann sehe ich doch die Stelle mindestens 1000 Mal. Ich weiß nicht, ich hab's wirklich einfach falsch gelesen. Ich kann es dir nicht beantworten. Ich hab. In meiner Reaction, in meinem letzten Stream, da ist es mir aufgefallen. Weil ich habe die Stelle nämlich auch nochmal rausgesucht, um zu zeigen, so, ja, hier schreibt er das doch. Und dann lese ich so, Moment, da steht ja was ganz anderes. Ich habe mich wirklich verlesen. Da stand, glaube ich, wortwörtlich, nageln wir uns nicht auf das wortwörtlich Ja. fest, aber ich glaube, da stand, zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht mit zusammen. Nee, Nee, war ich war, nee. noch nicht mit ihr zusammen, das war erst Genau, war zwei ich Monate noch lange später. nicht, so genau, er Genau. hat geschrieben, war ich noch lange nicht mit ihr zusammen. Ich habe gelesen, er war zu dem Zeitpunkt noch nicht lange mit ihr zusammen. So habe ich es gelesen. Das ist dann natürlich richtig unpraktisch, wenn du das in Ja. einem Video machst und das dein einzig neuer Punkt ist. Ich würde nicht sagen, einzig neuer Punkt, weil der Aufhänger mit den Nachrichten, die TJ mir geschrieben hat, ist ja auch was Neues. Ist aber kein Argument. Also, Nee, das, ist. also es ist halt, es, du hast darauf hingewiesen, aber da hätte vielleicht auch eine Insta-Story oder sowas gereicht. Ja, definitiv. Also das war schon ein bisschen unangenehm. Könntest du vielleicht da nochmal einen angepinnten Kommentar schreiben oder sowas? Ja, könnte ich eigentlich Mach machen, ja. das bitte, weil damit, mit sowas macht man sich halt echt lächerlich. Ja.
Ja, ich bin halt auch nur ein Mensch, ich mache auch Fehler. Will sich downplayen so, aber ich habe mich Ja. wirklich einfach ganz menschlicher Fehler, ich habe es wirklich einfach über. Es war überhaupt keine böse Intention von mir gewesen. Aber ja. Aber da muss ich halt auch sagen, warum hat er denn dann in seinem Video gesagt, fällt mir jetzt gerade auch erst ein, warum hat er denn in seinem Video gesagt, er lag da mit seiner Freundin? Wahrscheinlich waren die zu dem Zeitpunkt schon sehr close und es war dann später auch seine Freundin. Es kann ja Aber wenn auch er doch sehr erst close mit einer eine. ist, warum Es schreibt er dann mit anderen? darf's ja mit zu. Erstmal, mit Frauen schreiben wäre ja immer noch nicht instant fremdgehen. Ja, natürlich nicht, aber So wie er man das hat ja gesagt hat, schon. hat das schon so gewirkt, als wäre. Also, als so, er wollte schon damit angeben, dass er mit der schreibt, obwohl die Ja, bekannt ist. So. genau. Also, es ging jetzt nicht darum zu schreiben, lass doch mal gemeinsam hier Podcast aufnehmen oder sowas. So, es ging nicht um die Art von Schreiben. Das ist ja schon. Was ja dann, glaube ich, der Punkt war, warum er das gesagt hat mit Freundin. Es ging darum, dass es immer die gleiche Person war und zu dem Zeitpunkt vielleicht einfach noch eine Freundin von ihm war und erst später seine Freundin wurde. Das könnte ja auch sein. Ja, dieses deutsche Das ist Spracheproblem, ne? so Nicht ein Girlfriend, Problem. sondern Friend. Ja, also Ja. ich weiß es nicht. Ich würde ihm einfach mal die positivste Sache unterstellen an der Stelle. Und zwar würde ich sagen, dass es. Oder er ist von dem Jetzt-Zeitpunkt ausgegangen. Also von dem späteren Zeitpunkt, wo es dann seine Freundin war. Kann Ja, genauso das, sein. ja, das kann auch sein, ja. Aber eins von beiden denke ich jetzt einfach mal. Also das war ein Fail. Ja. Kann man nicht anders sagen, ein großer Ja, Fail. ich hab ja noch einen Fehler in meinem TJs Placement-Video. Da muss ich sagen. Da hast du zwei Fehler. Zwei Fehler? Ja. Jetzt, ich weiß gerade nur von einem. Vielleicht weiß ich von dem anderen, aber der fällt mir gerade nicht ein. Aber da muss ich sagen, das fand ich lustig von TJ. TJ hatte so eine Reaction gemacht. Hat er auf seinem Zweitkanal hochgeladen. Da muss ich auch lachen. Dieses Video endet, wenn TJ Lügen erzählt. Und dann geht das Video so 60 Sekunden. Weil ich direkt am Anfang schon diesen Fehler drin habe. Ich habe das auch einfach übersehen, dass man die Produkte unten drunter. Kann man das auch ohne Abo machen? Habe ich vollkommen Ich finde es übersehen. ehrlich gesagt, der Fehler, der ist auf jeden Fall der schlimmere von beiden. Echt? Obwohl ich es nicht cool finde, Produkte standardmäßig im Abo anzubieten und das nur abwählbar zu Ja. machen. Das Ja, ist ein vor allem. Kritikpunkt, das kannst du auch so Ja. kritisieren. Vor allem, was man da trotzdem rausziehen könnte, ist, dass man es ja sehr leicht übersehen kann, scheinbar, Definitiv. dass es auch ohne Abo geht. Ja. Vielleicht kommt das, wenn man auscheckt, nochmal größer angeblendet oder so. Nee, ich hab's da. Ach so, beim, ja, wenn man zur Kasse geht und sowas, Genau, dass ja. dann nochmal steht, monatlich so und so viel. Ja, hätte ich auch mal testen können. Ja, du willst ja nicht Ohne es zu monatlich bestellen. dafür Geld zahlen, du musst dann. Nee, nee, aber ich kann ja ohne letztendlich zu kaufen, ne? Sondern nur so weit vor, bis da Schon steht, Bullshit. zahlungspflichtig bestellen. Ja. Das war der eine Fehler, tatsächlich aber auch der schlimmere. Okay. Dann hast du noch berechtigt nochmal das Burger King Placement kritisiert. Ja. Was du da aber auch komplett unberechtigt reingenommen hast, ist dieser Ausschnitt von Dekadent. Ganz Okay, ehrlich, welchen? den hättest du dir sparen können. Mit dem Welchen? zurückgeblieben oder was hängen geblieben. Ach so. Ja, mit dem Ablesmus. Du hast selber an einem anderen Punkt in einem alten Video von dir gesagt, irgendwas mit hängen geblieben. Also es war nicht mal in dem Kontext von, dass du Echt? die Argumentation von ihm übernommen hast. An einer ganz anderen Stelle hast du auch irgendwo von hängen geblieben gesprochen. Echt? Ja. In demselben Video? Es war, glaube ich, ein Einschnitt, der im selben Video war. Ich müsste mir nochmal Krass. anschauen, um es ganz genau zu sehen, aber es war auf jeden Fall, einmal hast du es im direkten Kontext gesagt, da hätte man noch sagen können, ja, das hast du gemacht, um seine Argumentation zu übernehmen. Aber ich glaube, du hast an einem anderen Punkt, der, glaube ich, schon davor kam, schon mal was mit hängen geblieben gesagt. Weiß ich jetzt gerade tatsächlich nicht. Also ich habe auch kein Problem mit hängen geblieben, ganz ehrlich. Es ist nicht ableistisch gemeint und das ist das, was zählt. Dekadent Ja. ist halt einfach eine Witzfigur, ganz ehrlich. Auf jeden Fall. Aber die Reaction fand ich ganz gut. Ja, weil sie Die gegen TJ Reaction. ging. Nee, er hat da wirklich gut auseinandergenommen. Ich habe mir die damals mal angeguckt gehabt. Ich musste so viel lachen. Weil er wirklich, er stoppt wirklich so alle 10 Sekunden und kann etwas sagen, was TJ halt total dämlich aussehen Also lässt. dem Punkt, ganz ehrlich, in dem Punkt hat sich eher Dekadent selber dämlich da. So, Intention aber an, so einen deswegen. Punkt einzublenden, macht dein Video einfach lächerlich. Ja, es macht es weniger stark, ja, definitiv, kann ich Weniger verstehen. prägnant und weniger. Ja. Ja. Jo. Hätte ich raus. Dann kam noch zu guter Letzt
der Steuerbord-Fail. Was denn? Ich bin mir nicht ganz, ganz sicher, wie das funktioniert hat. Aber nach allem, was ich gehört habe, stimmt es nicht, wie du es aufgezählt hast. Das mit dem Prozentsatz war, wenn man später zahlen möchte, also auf Rechnung. Ich check's gerade selber nicht ganz. Aber es war auf jeden Fall nicht genauso, wie du es im Video dargestellt hast. Das ist alles, was ich weiß. Das, ich weiß nicht genau, wie das läuft, aber dieser Kommentar hatte das ja, da war ja so eine Rezension, der das genau Aber erklärt ich hat. glaube, diese Rezension ist einfach falsch, die du da. Hättest du das nicht einfach nochmal in den AGB nachlesen können? Wie viele Seiten ist der Du AGB? kannst doch einfach mit bei Google Chrome auf der Seite nach was suchen. Also nach Ja. Stichwörtern. Ja, das weiß ich, aber ich weiß nicht, wonach ich da suchen soll. Naja, nach der Be Berechnung, weil einfach nur einen Kommentar einzublenden, ich meine, der kann da alles hinschreiben. Ich meine, es Ja, ist klar. ein Trustpilot-Mensch. Der kann da auch hinschreiben, ja, es wird berechnet, nachdem wie viele Einhörner zurzeit auf der Erde leben. Ja, klar kann er das schreiben, aber das klingt ja weniger sinnvoll. Aber warum sollte er eine schlechte Rezension schreiben und genau das in seiner Rezension kritisieren, wenn das nicht der Fall ist? Man kann sich ja, wenn das, was Kaiser gesagt hat, ich muss Okay, auch ach, davon Kaiser hat auch ausgehen. was dazu gesagt. Kaiser in seiner Reaction hat einiges dazu gesagt. Die habe ich gar nicht gesehen. Ehrlich gesagt. Ich kann aber gucken. Ja, einen Fehler bei Steuerbord gemacht, meiner Recherche nach. Dass der Prozentsatz war, wenn man später zahlen will, also quasi auf Rechnung. Eine neue Rezension hat aufgezeigt, dass man Kilometer ad vorhinein zahlen kann und dass die 10% beim später zahlen kommen. Aha, okay. Also Ja, es das kann gibt zwei sein. Zahlungsarten. Also können wir festhalten, die letzten drei deiner Videos waren es nicht. Jo. Kann man so sagen, ja. Was würde ich an deiner Stelle machen? Auf Sachen, wo du wirklich was gegen sagen kannst. Also mach keine Videos, um einfach nur Leute zu triggern, weil du sie triggern kannst, wie jetzt bei TJ. Bei TJ, ja. Hat nicht so geklappt. Säg nicht den Ast Doch, auf dem du ich. sitzt, Kuchen Ja, TV. das ja, definitiv. Nee, Achtet ich mal wollte mehr auch. darauf, wie Sachen wirken, auch wenn du sie anders meinst. Das auch ganz Ja, wichtig. wobei ich auch sagen muss, dass ich wirklich manchmal das Gefühl habe, man will mich falsch verstehen. Ich weiß nicht mehr, bei welchen Themen das genau war, aber es gab wirklich Themen, wo ich explizit gesagt habe, was ich meine und was ich nicht meine. Und dann wurde trotzdem in den Kommentaren so oft geschrieben, dass ich das meinen würde, wo ich extra gesagt habe, dass ich das nicht meine. Also ich kann es auch ein bisschen nachvollziehen. Es ist halt, ich stehe jetzt aktuell so in der Kritik und es gibt viele Leute, die mich hassen, wirklich hassen. Ja, das tue ich nicht. Also du warst mir von der Ja, ersten ja. Minute an sympathisch. Ich hab mich natürlich auch dich dann kritisiert, wie ich das halt mache. Ich bin kein Kürschow, der in der Bubble von Shuyoka ist und deswegen sagt, alles, was sie sagt, ist Gesetz und ich stehe zu 200% dahinter und übertreibe noch extra ein bisschen. Ja, deswegen unterhalten wir uns ja auch normal und schreien uns hier jetzt nicht gegenseitig an. Und ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass es dir nur darum geht, hier rumzulabern und mich zu manipulieren. Darum, das ist das, was ich auch schade bei KuchenTV fand, als ich mal mit ihm über Chat gesprochen hatte, dass er mir so unterstellt hat, dass ich einfach nur Recht haben will. Also es könnte ja nicht sein, dass ich Unrecht habe. Ich würde niemals akzeptieren, dass ich irgendwo Unrecht habe, so hat er mich hingestellt. Und ich fand das so schade, weil ich hatte ihn einfach nur gefragt nach einer Erklärung. So, aber warum siehst du das denn so? Aber, ne? Und dann hatte er ein Argument gebracht, da habe ich gesagt, aber ich habe doch in dem Video das und das, also das sein Argument habe ich in meinem Video schon widerlegt quasi. Ne? Und habe dann gesagt, weil er sagte dann, ja, aber jeder hat das ja so aufgefasst. Habe ich gesagt, ja, kann ich nachvollziehen. Aber es ist ja im Video, dass ich das anders sehe, als wie mir das jetzt alle Leute vorwerfen. Dann hat er, ne, hat er nur noch so gesagt, ja, du musst ja immer recht haben. Es kann ja nicht sein, dass du im Unrecht bist, so. Kann ich schon direkt so. Also Das war in überhaupt deinen nicht mein Punkt. Videos, ich muss sagen, in deinen Videos wirkst du schon manchmal etwas überheblich. Okay. Ich hab nicht das Gefühl, also in deinen Videos hast du schon öfters einen Ticken überheblich gewirkt. Echt? Das kann ich dir ehrlich sagen, ja. Ja, wüsste ich Gerade in jetzt den gerade nicht, letzten wo, ehrlich gesagt. Videos. Ja, okay, ja. Da Also war es extrem bei so. den TJ-Videos ja auf jeden Fall. So, ich denke, dann sind wir eigentlich so gut wie durch. Konzentriere dich auf Videos von hier
wie heißt der, Trayman und der andere Typ da, der das 50-Minuten-Video gegen dich Aber gemacht ich hat. weiß nicht, ob ich mir das angucken kann, ne? Wenn du dich darauf konzentrierst, wirst du auch wieder Zustimmung kriegen, weil argumentier gegen Sachen, gegen die du wirklich bist, weil ich glaube, ein KuchenTV und du ist halt eigentlich meinungsmäßig so nah beieinander, das sind Definitiv. so minimale Sachen, die du da kritisiert hast. Es ergibt überhaupt Ja. keinen Sinn, sich deswegen das kaputt zu machen. Ja, da gebe ich dir recht. Hat man mich gehört noch? Ja, es gibt Ach, gut. genug Sachen, gegen die du leicht argumentieren kannst. Ja, also ich will, das klingt jetzt auch wieder so arrogant und so überheblich. Deswegen sage ich jetzt extra, dass es nicht so gemeint ist. Aber gegen das Video von Trayman zu argumentieren, wird wirklich F-Videos Was reagiert. man bei ihm immer merkt, er übertreibt komplett. Wenn Ja. er die Meinung dazu hat, dann hat er zu 300% die Meinung. Und wenn er die Meinung hat, hat er zu 300% die Meinung. Ja. Also, Ja. es gibt für ihn kein gesundes Mittelmaß. Kein, dass man Punkte von der Seite sieht und von der Ja. Seite. Er hat teilweise hier die woke Meinung, aber dann bei anderen Sachen nicht die woke Meinung. Aber er geht nie so einen Zwischenweg und hat seine eigene Meinung. So, er ist ja 100% da und dann wieder 100% da. Das hat man bei ihm. Ja, das auf jeden Fall. Also, der hatte damals, hat er in seiner Reaction, wie gesagt, hat er halt dieses Narrativ von wegen, wir leben im Patriarchat, hat er verteilt. Nicht so positiv über KuchenTV auch gesprochen in seiner Reaction. Nicht so positiv über mich gesprochen in seiner Reaction und hat mir Sachen unterstellt, ich wäre ein Andrew Tate Apologist, weil ich mal ein Video gemacht hatte, wo ich ein bisschen differenzierter über Andrew Tate gesprochen habe, ne? Magst Nicht du nur Andrew Tate? einfach, Ich glaube nämlich nein, nicht. Du hast doch gesagt, dass du ihn nein, nicht magst, oder? Das ja. wurde ja KuchenTV und Monte auch vorgeworfen, dass sie Andrew Tate mögen. Ja, das ist halt so ein dummes Argument, weil Andrew Tate halt wieder so stark in der Kritik steht und wenn du sagst, ja, und du magst den, dann hat man so direkt so ein Argument, weißt du? Ich sag halt in meinem Video, dass ich erkläre halt auch, warum ich glaube, dass Andrew Tate so gut ankommt, gerade bei dieser, bei den wirklichen Incels und sowas, ne, diese Frauenhasser und sowas, weil er halt auch eben Themen anspricht wie, ich glaube, ich weiß, was du sagen Also ich will ja willst. nicht sagen, aber Trayman meinte, ja, KuchenTV hat dich sehr gut als Insel bezeichnet, ohne dich als Insel zu bezeichnen. Und das wäre sehr gut. Das war auch so ein Ding, wo ich Ja, mir dachte, genau. Trayman hatte ja auch das so als nee, Beleidigung genutzt, hä? dass ich ein Insel wäre. Nee, finde ich nicht cool an Nee. der Stelle. Nee, ich finde, also KuchenTV hat ja selber gesagt, dass dieses Wort Insel, das so als Beleidigung zu nutzen, dass Ist er das doch, total ekelhaft findet. ist einfach maximal lost. Wer das als Beleidigung nutzt, ja, Ja. also, was willst du noch als Beleidigung nutzen? Es ist Ja. halt. Deswegen, aber was ist denn hier oben los mit meiner Du hast gar Hand? keine Mütze auf. Geht das überhaupt? Ich hab die hier. Ich Sah dachte, die ist jetzt wie bei festgewachsen. Medizin. So, einfach nur um die Leute zu triggern. Das ist auch so eine Sache, was ich überhaupt nicht verstanden habe. Dass die Leute die ganze Zeit hier auf mein Aussehen rumhaken, so, ey, lass mich doch aussehen, wie ich will, Alter. Ey, du musst die Mütze loswerden, du musst mal zum ordentlichen Friseur. Alpha Kevin macht sich über meine Pullover Ja, lustig auf und sowas. einmal sind deine Pullover hässlich. Das war so ein Ja, Kritikpunkt, den ich. Also, ich. gerade eben haben wir über Kritik verstanden, die ich ausübe. Aber was ich nicht verstanden habe, ist, warum für Alpha Kevin deine Pullover auf einmal hässlich wurden. Ich glaube nicht mal, dass das auf einmal war. Ich glaube, der hat damals schon das gesagt. Aber ich weiß nicht, irgendwie ist es so. So, auf einmal richtig schlimm. Also, auf einmal sagt er das jedes Mal, wenn er einen Ausschnitt von dir sieht. Das Echt ist. jetzt? Ja, ich habe Oh. das mindestens 3 oder 4 Mal gesehen, dass er. Ja, ich finde halt auch so unnötig, auf so Äußerlichkeiten und sowas zu gehen. Dann wird mir gesagt, ja, du musst zum Friseur. Dann sagen mir andere, ja, du musst dich mal rasieren. Guck mal, deine Arme sind ja so behaart und sowas. Ey, sorry. Die letzte Freundin, die ich hatte, das war im November letztes Jahr. Oha. Die mochte meine Armbehaarung. Die mochte das, dass ich so behaart bin. Die fand das gut. Ja, damit ist das Gerücht auch raus, dass du noch nie eine hattest. Ich hatte vier Freundinnen. Okay, das Video gegen dich kommt. T-Tech flext mit Frauen. Ich mach's noch schlimmer. Mit einer war ich sogar 7 Jahre lang zusammen. Okay, das ist wild. Warte mal, wie alt bist du eigentlich? 28. Nein, warte, ich bin 29. Ich hatte letztens erst Geburtstag. Hey, ich hätte dich jünger geschätzt. Ich hätte dich jetzt auf Anfang 20 geschätzt. Ich bin.
Okay, also wir können schon mal aus, also das Gerücht, das auch schon irgendwie Leute gestreut haben, haben wir damit schon mal aus der Welt geräumt, was ich schön finde. Ja, definitiv. Ja, und das ist es halt auch. Ich habe, wie gesagt, ich kann viel Kritik an dir nachvollziehen und so manche Sachen einfach nicht. Und das ist halt diese differenzierte Betrachtung, die ich schön finde, dass man die haben kann, die ich halt Richtig, bei einem ja. Trayman oder sowas komplett vermisse. Absolut, ja. Es gibt halt, wie soll ich sagen, ich finde, KuchenTV ist zum Beispiel sehr objektiv eigentlich, die meiste Zeit. Ja, KuchenTV ist nicht ideologisch unterwegs, würde ich sagen. Kommt, Okay, warte mal, dann. jetzt kommt hier, also genau, jetzt, wenn du gerade Blödsinn ansprichst, kommt noch ein Video zu KuchenTV. Das steht noch offen. Also ich bin mit KuchenTV in Kontakt. Wir haben Also hat aus. KuchenTV deiner Meinung nach auch Blödsinn geredet? Ja. Hat er? Ja. Okay, dann erklär mir mal ganz kurz, wo. Oh, jetzt muss ich mal gerade drüber nachdenken. Ich könnte kurz das Skript aufmachen, was ich geschrieben hatte, weil ich habe ein Skript für ein Video geschrieben, definitiv. Ah, es wird mir hier sogar schon angezeigt. Oh ja, perfekt. Da habe ich es ja direkt ganz schnell. So. Genau, also was mich ganz am Anfang schon von seinem Video, da spricht KuchenTV darüber, dass ich ja in einem meiner Feminismus-Videos hatte ich ja angesprochen, dass einige Frauen Geschlechtsverkehr als Machtspielchen nutzen, um ja, die Männer dazu zu kriegen, ne, was zu Ja, machen. das war halt ein Punkt, das kann rein theoretisch passieren. Das Pass auf, ja. ja. Erst hat mich gestört, dass KuchenTV das erste so, sich so drüber lustig gemacht hat, so, Ja. ja, als ob das passiert. Dann sagt er, ja, also es kann schon sein, dass das passiert. Und dann hat er wieder so gesagt, ja, aber so nach dem Motto, ja, das passiert ja nicht. Und danach hat er wieder gesagt, so, ja, also vielleicht passiert das, ne? So. Er meinte damit wahrscheinlich, er hält es eher für die Seltenheit und er glaubt auch nicht, dass das oft passiert. Aber es besteht die Möglichkeit, dass es manchmal passieren könnte. Dementsprechend ist es nicht ganz falsch, aber in dem Rahmen, wie du es gemacht hast, war es zu verallgemeinert und zu sehr so ausgedrückt, als wär's so gemeint. Also Ja, als das wär's. sagt er. Genau. Aber jetzt ist die Sache, hat er für seinen Standpunkt irgendeine Quelle gezeigt? Nicht Nein. nur nicht verlinkt, sondern gezeigt. Es war. Hat er nicht. Er hat einfach nur gesagt, ja, als ob das passiert. Aber er Ja, hat keine Quelle. hast du eine Quelle gezeigt, dass es passiert? Ja, habe ich. Und ich habe für das Skript habe ich sogar fünf Quellen, wo fünf verschiedene Experten, sowohl, was war das bei Psychotherapeuten, ich Werbefreundlich? weiß Ich habe nicht, keine Ahnung. Ich bin eh nicht ich weiß es auch monetarisiert nicht. auf YouTube, Ach insofern. so, ja, da soll ich Sexualberaterin. Also Ich möchte nur nicht auf Sexualberater, plus 18 geschalten werden. Das ist das Einzige, worum es mir geht. Das müsste ja. noch gehen. Psychotherapeuten und so weiter. Also fünf Unabhängige, ich kann dir die Dings einfach mal hier auf Discord gerade schicken. Fünf unabhängige Quellen, also voneinander unabhängige Quellen, wo Leute das genau das schreiben, ne? Dass Frauen, meistens Frauen, das als ja, als Machtspielchen benutzen, um von dem Partner etwas zu kriegen, was sie halt haben möchten. Und das ist, Aber was Tro Kuchen, V ja. gesagt hat, was er gesagt hat, war ja, wenn das so läuft, dann stimmt irgendwas anders nicht. Ja. Das hat er sehr stark gesagt. Aber Und ich glaube, das ist nicht die Normalität. Und wenn alles gesund ist, sollte das nicht so laufen. ja, aber dann muss man sich die Frage stellen, wie viele Beziehungen sind denn absolut gesund, ne? Ich glaube, dass das eher ein Symptom ist als das Problem. Das ist das, Ja, natürlich. was ich dazu Natürlich. sagen würde. Ja, aber das macht ja nicht die Tatsache unwahr, dass es passiert. Nur weil es ein Symptom ist, heißt es ja nicht, dass es nicht passiert, ne? Dann hast du es, glaube ich, dann würde ich wieder sagen, ist das ein Punkt, wo du was falsch rübergebracht hast. Nee, finde ich gar nicht. Okay. Also ich habe das Originalvideo damals gesehen. Ich fand es nicht ganz schlecht, aber ich fand den Punkt damals schon ein bisschen weird. Ja, es ist halt, es sind halt Sachen, oft Sachen, die einfach in der Realität stattfinden, aber halt auch nicht bei jeder Person. Und bei den Leuten, wo es nicht stattfindet, die denken sich dann, wie bei KuchenTV zum Beispiel, die denken sich dann, hö, was für ein Rotz, hö. Er hatte ja auch dann selber über anekdotischer Evidenz hat er gesagt, ja, also bei mir ist das nie passiert und auch bei meinen Freunden nicht. Ja, Okay, das ist kein aber richtiges Argument. Da muss ich dir genau, zustimmen. nicht nur das,
Ich kann genauso sagen, mir ist das in der Beziehung passiert. Bei mir war Warte, das in der so. Siebenjährigen? Genau, ja. Ja. Da wurde das so. Ich war komplett mit selbst daran schuld, weil ich das System quasi selber mit befeuert habe. Weil, es wird jetzt hier voll persönlich, aber Geschlechtsverkehr war Mangelware in der Beziehung. Okay. Und ich habe dann selber teilweise einfach angeboten, ich mache das und das, ne? Das Komplett mit ist meiner nicht eigenen gut, aber Schuld. Richtig, ja, ja. so sehe ich das Absolut ein. toxisch, mach ich auch nie wieder. Ja. Aber ja, es wurde halt dazu benutzt. Und das ist eben diese Sache, was KuchenTV auch nicht mitbedacht hat, dass diese Machtspielchen ja nicht immer nur sind, ich enthalte es dir, sondern Machtspielchen kann ja auch sein, ich gebe es dir, wenn. Ja, Ne? klar. Aber ich würd einfach mal dazu sagen, du hast es dann zu verallgemeinert ausgedrückt oder nicht klar genug gemacht, wie selten oder wie häufig das ist irgendwie. Das war so. Ich glaube, dass du es so gemeint hast und ich würde auch nicht sagen, dass du es komplett falsch rübergebracht hast, aber man hätte es noch besser sagen können. Inwiefern ist es denn relevant, in wie vielen Beziehungen jetzt prozentual gesehen zum Beispiel das vorkommt? Dazu waren wir ja vorhin schon bei den 2% mit hier Dophili. Hm. Da haben wir auch gesagt, es wäre nicht richtig, weil die Prozentzahl zu gering ist. Das macht deine Kritik nicht zunichte in dem Punkt, aber man hätte das vielleicht sagen müssen, dass es seltener ist. Du hast ja von allgemein die Macht in dem Thema haben gesprochen. Das hast Hm. du gesagt. Und damit hast du das schon gut verallgemeinert, würde ich sagen. Ja, dann ist glaube ich, so ein bisschen das Verständnisproblem hierbei, dass ich sagte, dass Frauen allgemein die Macht darüber haben. Ja, aber das heißt ja nicht, dass jede Frau diese Machtspielchen auch spielt und diese Macht ausnutzt. Ne? Sonst könnte ich genauso gut sagen, wir haben jetzt, sage ich mal, 200 Länder, 200 Regierungschefs und sage, es gibt Regierungschefs, also wir haben 200 Regierungschefs, die haben alle Macht. Und es gibt auch Chefs, die das ausnutzen, die diese Macht ausnutzen. Dann sage ich ja auch nicht, dass alle 200 Regierungschefs das ausnutzen, sondern ich sage, dass es von diesen 200, also von allen Regierungschefs, die es gibt, hat jeder Macht Ja, du und würdest es. einige nutzen die aus. Ja. Aber ob sie allgemein die Macht haben, würde ich immer noch nicht so sagen. Man könnte sagen, im Großteil der Fälle. Allgemein, ganz verallgemeinern würde ich den Punkt nicht mal. Würde ich Ja, nicht natürlich, machen. also kannst nie von 100% sprechen. Ja, gut. Hat der Chat noch was zu sagen? Ja, hier kam gerade noch eine. Schön ist sagen, jede Frau hat die Macht, das definiert sich in jeder Beziehung Genau. neu. Ja, natürlich. Aber es ist ja allgemein, ist es ja schon so, dass, ja. Ja, das gibt es nämlich auch, genau, das gibt es nämlich auch, dass es andersrum ist. Deswegen Ja, würde ich nicht von klar. allgemein sprechen. Das wäre der Punkt. Ja, es ist halt die Frage wieder, wie man Ja, allgemein auffasst, ne? Es ist halt, ob du wenn mit man sagt allgemein allgemein. 99,99% meinst oder ob du mit allgemein mehr als 50% meinst. Genau. Genau, ja. Einfach die Mehrheit ist halt so. Natürlich gibt es immer Ausnahmen. Das genauso kann man sagen, Wie hoch die allgemein. Ausnahmen und wie hoch die Allgemeinheit ist, ist halt die Frage. Genau, Und das also hast du nicht. genauso kann man ja sagen, allgemein sind Männer größer als Frauen. Weil Ja, einfach ja, ja. durchschnittlich ist die Körpergröße von Männern höher. So. Aber das heißt natürlich nicht, dass es keine Frauen gibt, die größer sind als Männer. Aber in dem So. Punkt gibt es ja ganz klare Statistiken und beim anderen, ob das wirklich so ist. Oh, da gibt es bestimmt auch Statistiken, Ja, weil, sicherlich also, gibt es das. Wir ja. brauchen nicht drüber reden. Ich glaube, Ja. du hast da schon einen Punkt. Ich glaube, man hätte das trotzdem noch anders sagen können, damit es weniger missverstanden gewesen wäre. Aber so gesehen war es einer der wenigen Punkte, wo Kuchen was Falsches gesagt hat, oder? Warte mal, Ne? ich gehe ganz kurz mal auf Toilette. Du kannst ganz Ja. kurz noch vielleicht auf die letzte Chatnachricht eingehen. Typisches Jetzt haben wir Beispiel, darüber Mann, der gesprochen. seine Frau in nach der Schwangerschaft nicht attraktiv findet. Ja, gut. Das ist natürlich eine Sache, die ich schon häufiger mitbekommen habe. Ich kann es selbst nicht nachvollziehen. Ich war auch mal in einer Beziehung. Ich bin nicht Vater, aber die Partnerin, mit der ich zusammengekommen bin, die war zu dem Zeitpunkt, als ich mit ihr zusammengekommen bin, schwanger. Und ich war während der Schwangerschaft mit ihr zusammen und auch nach der Schwangerschaft noch. Und mich hat das null abgeturnt. Also ich weiß nicht, ich kann es nicht einfach nicht nachvollziehen, dass man plötzlich seine Frau nach der Schwangerschaft nicht attraktiv findet. Also für mich macht ja Attraktivität ja auch mehr aus als jetzt Körper oder
das Aussehen, sondern für mich macht eine Person ja auch attraktiv, wenn die halt vom Charakter her, ne? Mein Typ ist, sag ich jetzt mal ganz blöd. Von daher kann ich das gar nicht. So, werde ich jetzt auf Twitch gebannt von dem, was du gesagt hast in der Zwischenzeit? Was war denn noch ein Punkt, wo du jetzt KuchenTV nicht zustimmen würdest? Soll ich mein ganzes Video vorwegnehmen? Nicht der ganze, nimm noch einen Punkt. Einfach bei dem Punkt würde ich sagen, ich stimme euch beiden so zu 50% zu. Vielleicht so 1% mehr für Kuchen. Also Kuchen. Kuchen hat hat hier die Schuld, weil es 51% sind, wie ich sagen würde. Nee, also ich kann nicht nachvollziehen, dass man ihm da irgendwie recht gibt, weil So. es Ja. ist halt einfach falsch zu sagen, so das würde nicht existieren oder sich. Ich Halt, kann beide es Seiten ist die nachvollziehen. Lebensrealität von sehr vielen Männern. Und nur Ja. weil es ihm nicht passiert Ja. oder weil es vielen Leuten nicht passiert, Ich macht es glaube, wir diese haben genug. Lebensrealität nicht weniger. Ich möchte dich nicht unterbrechen, aber ich glaube, Ja, alles wir gut. haben alle verstanden, wie du das meinst. Und ich kann auch immer noch verstehen, ein bisschen, wie Kuchen das meint. Ich hätte jetzt einfach noch mal gerne. Ja, doch eine Sache kann ich Okay. noch. Und zwar sagt er an einer Stelle in seinem Video, ich hätte verglichen. Da ging es um dieses. Diese Vergleiche mit Batzi und mit der Einsamkeit von mir und sowas, dass ich das verglichen habe. Er sagt da, ich hätte verglichen das Leid von Batzi, dass er übergebannt wurde, hätte ich verglichen damit, dass er sich über mich lustig gemacht hat. Ja. Das stimmt nicht. Das habe ich nicht verglichen. Du meintest, man kann Leid nicht vergleichen und wenn der eine heult, darf auch der andere heulen. Oder wie hast du es Genau, gemeint? was ich verglichen habe, ist, dass ich leide Und er unter leidet. Einsamkeit und Batzi leidet. Unter Existenzangst, was auch immer. Ja. Ich habe Leid mit Leid Du in dem meintest, Sinne beides ist verglichen. Leid Genau, beides ist Leid. und das eine Leid ist nicht schlimmer als das andere Leid und es wäre falsch, die Leides zu vergleichen und Kuchen macht dann den daraus, das Leid ist schlimmer als das Leid, deswegen darf man das so machen. Ich. Nein, 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 pass auf. Und ich habe verglichen, dass Alpha Kevin sich über Batzi lustig gemacht hat und dass KuchenTV sich über mich lustig gemacht hat. Das sind die zwei Sachen, die ich verglichen habe. Also Batzis Leid und mein Leid. Und KuchenTV macht sich über mich lustig und Alpha Kevin macht sich über mich lustig. Das habe ich verglichen. KuchenTV hat aber gesagt, ich hätte verglichen, Batzis Leid mit KuchenTV macht sich über mich lustig. Was ja gar keinen Sinn ergibt. Weil du Ne? die Das ist beiden ja. Lights genommen Genau, hast und die beiden nicht. Leiden habe ich miteinander verglichen und die beiden sich drüber lustig machen, habe ich verglichen. Und Verstehe. so wie er das gesagt hat, es ist absolut lächerlich. So, natürlich, wie dumm wäre das denn? Batzi wird überall gebannt und leidet darunter offensichtlich unter Existenzangst, was auch immer. Und mir hat man gesagt, der heult rum. Ja. Das hat er gesagt, hätte ich miteinander verglichen und das Aber stimmt einfach ich würde nicht. sagen, was Alpha Kevin gemacht hat zu Batzi, war trotzdem schlimmer War als viel respektloser, definitiv. war deutlich schlimmer als das, was KuchenTV zu dir gemacht hat. Insofern, Ja. Klar, da bin ich bei dir. ja, würde ich dir Also da. das von Alpha Camp fand ich schon übertrieben. Das habe ich schon, als ich das Video noch nicht mal bei KuchenTV oder so gesehen habe, fand ich das schon sehr geschmacklos, Alter. Aber ich glaube, damals sind wir auch dann demnächst durch. Wir haben jetzt über 2 Stunden geredet. Hier, mache Wir ich. können gerne irgendwann mal noch so einen Talk machen, wenn irgendwie Bedarf besteht. Gerne, wenn du wie. Wenn, Ich baue extra noch mal mehr Müll, mach damit noch ich. mal, mach noch mal ein paar schlechte Videos, damit wir wieder was Genau. zum Talken haben. Machen wir so. Okay, dann, Alles klar. Ja, tschüss. dann schönen Abend. Darüber gesprochen.